zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema deutsch-französische Erinnerungskultur. Die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich hat sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges grundlegend verändert. Wo sich Deutschland und Frankreich vor mehr als 75 Jahren noch feindlich gegenüberstanden, hat sich zwischen den beiden Ländern mittlerweile ein starkes, freundschaftliches, kooperatives Verhältnis entwickelt, das es uns unter anderem ermöglicht, heute diese länderübergreifende deutsch-französische Veranstaltung zu organisieren. Wie Sie dem Titel der Veranstaltung und der NDR-Arte-Dokumentation entnehmen können, beschäftigen wir uns heute mit der Erinnerungskultur Deutschlands und Frankreichs in Bezug auf den Nationalsozialismus und der damit verbundenen Vergangenheitsbewältigung. Gerade in diesem binationalen Kontext wirft das Thema eine Menge Fragen auf. Kann die Vergangenheit gerecht aufgearbeitet werden? Wie könnte Gerechtigkeit im Rahmen der Aufarbeitung eines Kriegsverbrechens aussehen? Wie sollte mit den Opfern und deren Hinterbliebenen umgegangen werden? Und ist es möglich und wünschenswert, dass sich mit der Zeit eine länderübergreifende deutsch-französische Erinnerungskultur zu dem Thema etabliert? Ich freue mich sehr darauf, diese und weitere Fragen mit Ihnen und unseren heutigen Gästen zu besprechen und von verschiedenen Seiten auszuleuchten. Bevor ich nun das Wort an Herrn Michael Thiese weitergebe, würde ich mich gern bei allen unseren Kooperationspartnerinnen und Partnern für die tolle und wichtige Zusammenarbeit bedanken. Institut Français in Bonn, Landry Charrier, Katrin Weichselbaum, Mallory Perret, CIWS, Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen in Berlin, Julien Aquatella, Deutsch-Französischer Journalistenpreis, Michael Thieser und Sangeeta Pakhi Janathan, Referentinnen und Referenten Julien Aquatella, Dr. Florian Asulei, Robert Bongen, Dr. Andrea Erkenbrecher, Julian Feldmann, Professor Dr. Christian Kuchler und natürlich auch unsere Mitarbeiter des GSI, Kolleginnen und Kollegen Cordula Benfaci, Roman Armee, Ariane Limbach und Sophie Schöndube. Schließlich möchte ich ganz herzlich Frau Decaux, Botschafterin von Frankreich in der BRD, danken, die uns eine Videobotschaft gesendet hat und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bei dieser Veranstaltung angemeldet haben. Ich freue mich auf die Veranstaltung und auf die anschließende Diskussion und überlasse hiermit Herrn Michael Thieser das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich grüße ebenfalls die Frau Botschafterin und sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde. Ich freue mich, dass wir uns in dieser Runde sehen. Ich bin der Geschäftsführer des Deutsch-Französischen Medienpreises und grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Vorstandsvorsitzenden Martin Grasmöck, der heute leider nicht mit von der Partie sein kann. Aber nichtsdestotrotz weiß auch er, worum es bei diesem Thema geht, das wir heute besprechen. Und diese Versöhnungskultur oder auch Erinnerungskultur zwischen Deutschland und Frankreich ist sozusagen auch die DNA des Deutsch-Französischen Journalistenpreises, der vor 40 Jahren aus dem Anlass des 20. Jubiläums damals des Élysée-Vertrags ins Leben gerufen wurde und seitdem eben immer wieder auch dieses Thema beackert und auch diskutiert und auch in seinen Kategorien immer wieder erwähnt und auch ausgezeichnet hat. Und dieser Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, das Massaker von Ascq, hat vor 2 Jahren den Deutsch-Französischen Journalistenpreis in der Kategorie Video gewonnen. Und ich kann mich nur bedanken für diesen Film. Diese Entscheidung ist damals mit überwältigender Mehrheit auch von den Jurys so getroffen worden. Und Robert Bongen vom Norddeutschen Rundfunk, ebenso Julian Feldmann von der Panorama-Redaktion haben hier einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich den Kollegen der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung, Tarek Abu Amier, erwähnen. Ein Lokaljournalist, der auf diese Art und Weise wirklich ein wunderbares Beispiel für engagierten und gut recherchierten Lokaljournalismus geliefert hat.
Dieser Film aus meiner Sicht, wenn ich dazu noch zwei Sätze sagen darf, ist ein wirklich sehr starker Film, weil der Zuschauer immer noch die offenen Wunden spürt und ist auch deswegen ein eindrucksvoller Film, weil er aus meiner Sicht einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft schlägt. Und der Film zeigt meines Erachtens, wie Erinnerungskultur heute sein könnte. Weil ich sage so, diese Vergangenheit und die Erinnerung daran, das sind oder ist für Journalisten, unsere Auslandskorrespondenten in Paris, aber auch in Berlin, das sind sozusagen die Steine im Rucksack. Also ohne dieses Thema kann man seine Arbeit in dieser Weise gar nicht tun. Es gibt zwar keine Kollektivschuld, aber die Erinnerung daran ist eine Grundlage, glaube ich, auch für die Medienarbeit in Deutschland und in Frankreich, zumindest in der Auslandsberichterstattung. Und unsere Auslandskorrespondenten wissen natürlich, mit diesem Thema umzugehen. Und ich glaube, im Rahmen des Deutsch-Französischen Journalistenpreises haben wir in den vergangenen 40 Jahren auch da einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, um diese Erinnerung wachzuhalten. Und sie ist ja nicht zu Ende, sondern wir müssen schauen, wie wir die Brücke auch in die Zukunft schlagen können. Und auch dafür sind solche Filme und ist das, was auch in unseren Archiven vorhanden ist, ein ganz wichtiger Beitrag. Gott sei Dank, es leben keine Zeitzeugen mehr oder immer weniger. Aber die Zeugnisse, die sie geben können, sind Gott sei Dank in den Archiven doch alle verewigt, sodass wir diese Erinnerungskultur auch darauf aufbauen können in der Zukunft. Und ich möchte vielleicht noch einen Hinweis geben, worum es dabei ja auch geht. Und das sehen wir ja auch, wie wir im heutigen Europa mit manchen Themen umgehen, warum diese Erinnerung auch wichtig ist, um zu sehen, wo kommt man her. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist sozusagen ja auch ein Ergebnis, eine Konsequenz aus den Lehren und den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Und wir sehen, wie er heute auch in Europa wieder unter Druck kommt, wie die Presse- und Meinungsfreiheit unter Druck kommt. Wir haben in Deutschland eine Partei, die ihn abschaffen möchte und eine andere, eine bürgerliche, ich nenne sie beim Namen die FDP, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch beschneiden möchte und seine Strukturen in Frage stellt. So zumindest wurde das auf dem letzten Bundesparteitag beschlossen. Das gehört für uns alles mit dazu und zeigt, dass wir wachsam sein müssen, wie wir mit der Erinnerung auch umgehen. Aber ich bin auf der anderen Seite natürlich froh und ich denke, das ist zwischen uns auch unumstritten, dass die öffentlich-rechtlichen Medien um ihre Aufgabe in diesem Bereich wissen. Und wie gesagt, diese Erinnerungskultur ist eine Grunddominante des Deutsch-Französischen Journalistenpreises. Übrigens auch bei dem großen deutsch-französischen Medienpreis, der jedes Jahr vergeben wird, an eine Organisation oder an eine Persönlichkeit, die sich auch in besonderer Weise um dieses Thema verdient gemacht hat oder haben. Beispielhaft kann ich ja nennen Simone Weil, die eine Preisträgerin bei uns war, Alfred Grosser oder auch Jürgen Habermas oder das Ehepaar Serge und Beate Glasfeld, die ja dieses Thema zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Und viele der Täter im In- und Ausland aufgespürt und auch dazu beigetragen haben, dass diese zur Verantwortung gezogen worden sind. Dass Karl Münter, der SS-Mann, den wir gesehen haben im Film, nicht nach Frankreich ausgeliefert wurde, so wie viele andere auch, aufgrund der alliierten Gesetzgebung damals, ist im Grunde genommen eine Schande bis heute. Er ist ja inzwischen verstorben. Insofern bleibt dieses Verbrechen von Ax ungesühnt, aber es gibt viele andere Orte in Frankreich, an denen man diese Vergangenheit ja auch antreffen kann, in Oradour, in Tulle, in der Normandie, entlang der Atlantikküste. Insofern ist das Thema Erinnerungskultur aktueller denn je und auch ich freue mich jetzt auf die Diskussion und bin gespannt, was wir am Ende als Bilanz oder als Input auch nehmen können, um diese Erinnerungskultur wachzuhalten. Damit würde ich jetzt weitergeben an die Botschafterin Anne-Marie Descourt in Berlin und ihrer Videobotschaft, die jetzt dann abgespielt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à introduire vos échanges sur les défis actuels du travail de mémoire dans une perspective croisée franco-allemande, parce que c'est un sujet de toute première importance. Permettez-moi de saluer et de remercier les nombreux partenaires de cette manifestation qui met à l'honneur le prix franco-allemand du journalisme. Ce prix contribue depuis bientôt 40 ans à la compréhension mutuelle et au rapprochement entre nos deux pays. Je remercie tout particulièrement le Gustav Stresemann Institut d'œuvrer depuis Bonn à l'échange interculturel entre la France et l'Allemagne,
ainsi bien sûr que la Bundesstiftung für politische Bildung, source indispensable de production, de transmission du savoir historique. L'amitié franco-allemande repose sur une mémoire partagée, fondée sur tout autre chose que le ressentiment. Les crimes sans précédent commis durant la Seconde Guerre mondiale ont causé une rupture civilisationnelle dont la France et l'Allemagne n'ont pu se relever qu'en se donnant la main, qu'en unissant leur destin. Le rapprochement, la réconciliation, puis l'amitié unique scellée par les traités de l'Élysée et d'Aix-la-Chapelle ne s'inscrivait pourtant pas dans... Die Wiederversöhnung und sodann die Freundschaft wurden zwar in einzigartiger Weise durch den Élysée-Vertrag und den Aachener Vertrag besiegelt, um sie indes in der Geschichte fest zu verankern, bedurfte es auch des politischen Willens, die Dinge in Bewegung zu setzen. Es bedurfte eines engen und innovativen kulturellen Austauschs und es bedurfte einer ehrgeizigen Erinnerungskultur, die das wahre Ausmaß der Verbrechen und des Leids, die unsere Länder entzweiten, aufzeigte und den Aufbau neu definierter und daher privilegierter Beziehungen ermöglichte. Die außerordentliche Qualität dieser neuen Beziehungen begünstigte auch die europäische Integration. Die Erinnerungskultur bildet auch den Nährboden für kritische Reflexion und gegenseitiges Verständnis und nicht etwa die Quelle von Reibungen oder Konkurrenz zwischen einzelnen Gruppen und Teilen der Bevölkerung. Eine neue Erinnerung zu schaffen bedeutet nicht nur, sich die Ruinen und die dunklen Stunden unserer jüngsten Vergangenheit anzuschauen, sondern gemeinsam eine bessere und friedliche Zukunft zu gestalten. Der Fall des Massakers von Aske zeigt uns das ganze Ausmaß offener Wunden, die durch fehlende Erinnerungskultur entstehen. Da, wo Erinnerung ersetzt wird durch Schweigen, Leugnen und Vergessen, entsteht Unverständnis und manchmal auch argwöhnisches Misstrauen. Wenn es auch unmöglich ist, Irreparables zu reparieren, so tragen doch rituelles Gedenken und die Anerkennung der Fakten durch Justiz und Historiker dazu bei, den Schmerz der Familien zu lindern und die Weitergabe des Traumas von einer Generation zur nächsten zu verhindern. Die Erinnerungskultur fügt die Biografien der Familien wieder zusammen und gibt wertvolle Fragmente verloren geglaubter Identitäten zurück. Der Fall von Ask, und dabei denke ich an die erst kürzlich von Arte zum Thema gezeigte Dokumentation, lehrt uns auch, dass Erinnerungsarbeit nie vollends geleistet ist. Das Wiedererstarken und von Geschichtsrevisionismus, von Negationismus, die Geschichtsglitterung destabilisieren und schwächen unsere Demokratien. Eine zentrale Herausforderung für die deutsch-französische Erinnerungskultur besteht eben darin, sich solch destruktiven Trends entgegenzustemmen, die heutzutage in Frankreich, Deutschland und überall in Europa beunruhigend zunehmen. Die Erinnerungskultur muss aber auch von öffentlichen Einrichtungen flankiert werden, die es den betroffenen Familien ermöglicht, Gerechtigkeit zu erfahren. Angesichts der von Ihnen unter dem Nationalsozialismus und der Vichy-Regierung erlittenen Verbrechen. Frankreich und Deutschland haben sich Strukturen gegeben für die Untersuchung und Erforschung, aber auch für die Wiedergutmachung solcher Verbrechen. Ich möchte die bemerkenswerte Arbeit sowohl der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen als auch der Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung während der Okkupationszeit CIVS in Paris besonders hervorheben. Deutschland und Frankreich bekräftigen gemeinsam, dass das Kapitel der Erinnerungskultur noch nicht abgeschlossen werden darf. Die Verbrechen, an die erinnert werden muss, verjähren nie. Sie zu vergessen oder ihnen aus dem Weg zu gehen, mündet unweigerlich in Geschichtsfälschung. Wir müssen uns gegen das Vergessen und gegen das Ignorieren stemmen und uns mit den historischen Fakten konfrontieren, mögen sie auch noch so schmerzlich sein. Die ständige und herausfordernde Konfrontation ermöglicht es erst, das Unvorstellbare und dennoch Mögliche zu verstehen. Und genau dafür dürfen wir auf die Erinnerungskultur nicht verzichten. Lassen Sie mich zum Abschluss noch die neu geknüpfte Partnerschaft zwischen Arte und dem NDR lobend erwähnen. Aus ihr ging der bewundernswerte Dokumentarfilm 75 Jahre danach, Ein Dorf verlangt Gerechtigkeit, hervor, der 2020 mit dem Deutsch-Französischen Preis für Journalismus geehrt wurde. Dieser Filmpreis würdigt die kritische Reflexion auf der Grundlage der Verifikation historischer Fakten, des vergleichenden Quellenstudiums und des interkulturellen Verständnisses als Grundlage unserer pluralistischen Demokratien. Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Austausch und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Chers collègues, mesdames et messieurs,
Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Julien Aquatella. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Julien Aquatella. Ich vertrete heute die französische Botschafterin, den Premierminister und unsere Kommission für die Entschädigung der Opfer des Nazi-Regimes. Und ich bin außerordentlich erfreut, heute Abend diese Veranstaltung moderieren zu dürfen. Ich möchte erst einmal ganz herzlich unseren eingeladenen Expertinnen und Experten danken und möchte sie kurz vorstellen, die sozusagen diesen runden Tisch, der uns einen durchaus variationsreichen, interdisziplinären, interkulturellen Blick auf den Fall von Aske ermöglichen wird, der ja sozusagen auch der Ausgangspunkt ist für eine weitere Perspektive der deutsch-französischen Erinnerungskultur. Ich darf hier alphabetisch vorgehen. Zuerst einmal möchte ich Frau Dr. Florian Azoulev vorstellen. Sie ist Direktorin der Arolsen-Archive. Das ist ein in Deutschland basiertes internationales Forschungszentrum zu den Verbrechen der Nazizeit, wohl das wichtigste Archiv überhaupt. Und das ist ganz außerordentlich wichtig, dass Frau Dr. Azoulev heute bei uns ist, weil sie durchaus innovative Projekte gestartet hatte, die tatsächlich ein großartiges Echo finden bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus auf internationaler Ebene. Und sie ist auch gleichzeitig eine Vorkämpferin gegen Diskriminierung und für die Menschenrechte. Danach darf ich Herrn Robert Bongen begrüßen. Er ist Journalist beim NDR. Mitglied der Panorama-Redaktion, und Herr Bongen ist insbesondere bekannt dafür, dass er gerade die Pegida-Bewegung auch untersucht hat als soziologisches oder soziales Phänomen. Er hat dazu sehr wertvolle Beiträge gemacht und seine Arbeit ist mehrfach preisgekrönt. Robert Bongen hat zusammen mit seinem Kollegen Julian Feldmann auch den deutsch-französischen Journalistenpreis erhalten für ihre Reportage über Aske. Dann darf ich zu Frau Dr. Andrea Erkenbrecher weiter übergehen. Sie ist als Historikerin sehr intensiv auch mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges beschäftigt und arbeitet insbesondere auch grenzübergreifend. Sie ist Fachfrau für die Massaker von Ask und Oradour. Als Sachverständige arbeitet sie auch beim Amtsgericht in Dortmund bei der Strafverfolgung ehemaliger Nazi-Verbrecher. Herr Julian Feldmann kommt als Nächster. Er ist ebenfalls Journalist beim NDR, Mitglied der Redaktion auch der berühmten Sendung Panorama. Er ist Spezialist für rechtsextreme Bewegungen und die Nazizeit. Er hat erst kürzlich den Nationalen Journalistenpreis bekommen für seine Exklusivreportage über den KLM. Herr Feldmann, Herr Bongen und Frau Irth haben den Deutsch-Französischen Journalistenpreis bekommen, den wir heute Abend auch würdigen wollen in unserer Diskussion, die noch folgen wird. In der virtuellen Reihenfolge kommt jetzt Herr Professor Chrysler, ein Spezialist für die... Herr Küchler, Entschuldigung. Er interessiert sich insbesondere für die Zeitzeugen, aber auch für Zeugen insgesamt und für die mediale Darstellung der Erinnerungskultur. Seine letzte Veröffentlichung heißt Lernen aus Auschwitz und wird als wichtiger Beitrag für die neuen angewandten Methoden bei der deutsch-französischen Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit oder Vergangenheitsbewältigung betrachtet. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich jetzt das Wort erteilen an die Kollegen und Kolleginnen vom GSI, die jetzt den Trailer des Films Ihnen vorführen werden. Und danach, nach der Projektion dieses Trailers, treffen wir uns dann wieder. Thank you.
Als ich aufgewacht bin, hat meine Mutter zu mir gesagt, ich fürchte, du hast keinen Papa mehr. Sie haben alle Männer getötet. Sie dachten wohl, wenn sie alle töten, wird darunter schon derjenige sein, der den Zug kaputt gemacht hat. Bereuen Sie das alles? Nein, gar nicht. Gar nicht. Warum soll ich das bereuen? Wollen Sie sich entschuldigen bei den Hinterbliebenen der Opfer von Ast? Wer hat es denn angefangen? Haben wir das angefangen oder die? Notre discussion, notre table ronde va s'articuler. Unsere Diskussion wird sich mit den Expertinnen zusammen rund um drei Themen vereinigen. Zunächst einmal die Wiederversöhnung, das Konzept von Gerechtigkeit und die gemeinsame deutsch-französische Erinnerung. Ich möchte direkt mit einer Frage zu dem Film beginnen an Herrn Feldmann und Herrn Bongen. Eine faktische Frage. Wie ist die Idee für diesen Dokumentarfilm eigentlich entstanden? Ja, vielen Dank. Die Idee für diesen Film ist eigentlich aus einer Recherche zu dem Täter entstanden. Also wir haben uns, wir beschäftigen uns bei Panorama eben regelmäßig und ja, relativ intensiv mit der rechten Szene, mit Neonazi-Strukturen. Und so waren wir im November 2018 auch bei einer Veranstaltung, wo dieser Karl M. eben aufgetreten ist. Also wir waren am Rande einer Veranstaltung von Neonazis, 100 junge Rechtsextreme kamen da in Thüringen zusammen und waren sozusagen bei so einem ja, Zeitzeugenvortrag, so nennen das die, die Neonazis selber, und haben dort ja, Karl M. zugehört. Und im Anschluss daran wollten wir eben wissen, naja, was macht oder was erzählt denn Karl M., was erzählen solche ja, Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg diesen jungen Kameraden? Und wir wussten, Karl M. hat in Niedersachsen gewohnt, in Nordstemmen, und sind dann einmal ja, zu ihm gefahren und sind da auf einen ja, überzeugten Nationalsozialisten getroffen. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir wussten natürlich von dem Massaker von Ask, was ihm auch vorgeworfen wurde im Jahr zuvor oder beziehungsweise Anfang des Jahres 2018 war ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt worden wegen des Verbotes der Doppelbestrafung. Und ja, wir haben dann Karl M. interviewt zu dem Thema. Vielleicht darf ich das ganz kurz abschließen, was Robert Bongen eben begonnen hat. Also wir haben ein ganz normales Interview mit Karl M. geführt. Wir haben natürlich zu dem, was er bei diesen Zeitzeugenvorträgen den jungen Rechtsextremen erzählt, das hat uns natürlich am meisten oder als erstes interessiert. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu viel zu dem, welche Überzeugung Karl M. jetzt selber hat. Also wir wussten, dass er sozusagen bei der NPD, bei den Neonazis dort auftritt, aber waren uns jetzt nicht sicher, was er den jungen Menschen dort vermittelt. Und dann sind wir, wie ich schon sagte, eben auf so einen überzeugten, immer noch überzeugten, 75 Jahre nach der Tat und nach dem Krieg überzeugten Nationalsozialisten gestoßen, der ja, tatsächlich nicht nur den Holocaust geleugnet hat bei uns im Interview, im Gespräch, sondern sich auch ja, sehr verächtlich über die Opfer, über die 86 Ermordeten geäußert hat. Er hat gesagt, ja, die seien zusammengefasst selber schuld an dem Schicksal, was ihnen da widerfuhr.
Und naja, die haben alle nur ihre Arbeit als deutsche Soldaten dort gemacht. Und wir wussten natürlich, dass er damals verurteilt wurde, 1949 in Frankreich für die Tat auch, aber nie dafür im Gefängnis saß. Und da hat uns auch diese ganze, ich sag mal, diese ganze Verfahrenshistorie natürlich interessiert. Wie ist das in Deutschland? Gab es dann ja in den 2000er Jahren nochmal Ermittlungen gegen ihn, die eben 2018 dann eingestellt wurden wegen der, ja, des Verbotes der Doppelbestrafung, weil er ja schon mal verurteilt war dafür. Und das war natürlich ein brisanter Fall in dem Sinne, dass wir im Anschluss an dieses Interview eben auch mit Überlebenden, vor allem die Kollegin Fabienne Hurst, mit Überlebenden bzw. Ja, Nachkommen und den Familien der Ermordeten in Ask gesprochen haben. Und dann kam eben auch die Idee zu diesem konkreten Film bei Arte, dass man das eigentlich nochmal, wir hatten daraus auch einen Panoramafilm gemacht, einen kürzeren, aber dass man daraus nochmal sozusagen sich an diesem Fall, ja, das konkrete Erinnern und aber auch die, ich sag mal, Wiedergutmachung oder wie auch immer das alles nach dem Krieg eben vonstatten gegangen ist, anschauen kann. Also ja, wir haben dann eben sozusagen ja festgestellt, dass nicht nur er, sondern eben auch andere Täter vom Massaker von Ask, aber natürlich auch von ganz vielen anderen Kriegsverbrechen, nicht nur die in Frankreich begangen wurden, aber eben auch unbestraft blieben und eben nur ein ganz kleiner Teil bestraft wurde für das, was geschehen ist. Und ja, darüber geht es ja dann auch, darum soll es ja in der Diskussion dann gleich auch gehen. Ja, danke. Merci beaucoup. Nous espérons que Monsieur Bong pourra se reconnecter. Vielen Dank. Wir hoffen, dass Herr Bong sich wieder zuschalten kann. Wir geben in der Zwischenzeit das Wort an unsere anderen Experten zu den Fragen. Haben Sie beim Drehen des Filmes, bei den Recherchen zu diesem Film, wie wir es auch in dem Teaser vorhin gesehen haben, noch offene Wunden bei den Familien feststellen können, sehen können? Sie werden sicherlich ja sagen, wenn man diese Reportage sieht. Welche Tiefe hat das heute noch in Ask? Tatsächlich ist die Geschichte sehr präsent da. Also es gibt dort natürlich dieses Memorial oder diese Gedenkstätte. Es gibt auch alle 5 Jahre sehr große, haben wir auch im Film gesehen, sehr große Veranstaltungen, die sozusagen zum Gedenken an die Opfer von damals abgehalten werden. Aber gerade wenn man auch mit Leuten spricht, das ist ein kleiner Ort, hat sich das auch über die Generationen ja, ich weiß nicht, ob man das vererbt nennen kann, aber auf jeden Fall über die Generation übertragen und Leute beschäftigt das immer noch sehr. Also als wir dorthin gekommen sind oder meine Kollegin Fabienne Hurst vor allem, hat dort ja, eine sehr große Offenheit gegenüber uns jetzt als Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, erfahren, hat aber auch eben diese Wunde bemerkt, die dort immer noch vorhanden ist. Das ist, hängt unter anderem eben, glaube ich, auch damit zusammen, dass zwar 1949 einige Täter dafür verurteilt wurden, die Urteile dann aber auch nur zu einem sehr kleinen Teil vollstreckt wurden. Also es gab die Täter, die dort vor dem Militärgericht standen, kam auch nach einer sehr kurzen Zeit tatsächlich aus dem Gefängnis frei. Und es wurden eben beileibe nicht alle sozusagen bestraft. Und bei Karl M., da haben wir ja sozusagen, muss man sich vielleicht auch einmal die Einheit angucken, die diese Tat begangen hat, die da konkret in Ask vor Ort war. Das waren häufig sehr junge Männer, auch teilweise Jahrgang 1926, also da noch unter 20 Jahre alt. Karl M. war aber 21, Unterscharführer, also Unteroffizier, und hatte
in einer gewissen Weise schon eine Befehlsgewalt über seine kleine Truppe da und hat uns gegenüber ja auch ganz offen gesagt im Interview, naja, er hat die Leute aus den Häusern rausgeholt, die dann später erschossen wurden, ermordet wurden von, wie er sagt, anderen SS-Männern, aber zumindest er war, davon gingen ja auch die Staatsanwaltschaften auch jetzt dann nochmal aus, aktiv eben an diesem Massaker beteiligt. Und ich glaube, dass naja, so jemand unbestraft bleibt und tatsächlich nach dem Krieg für ihn, er ist da in sein deutsches Dorf gekommen und da war alles gut. Er konnte da seinen ganz normalen, seine Arbeit fortsetzen, sein Leben führen, das ganze Leben lang, bis dann irgendwann auch mal Staatsanwälte sozusagen in den 2000er Jahren angefangen haben zu ermitteln, aber er konnte sein Leben leben, die Familien der Opfer konnten es nicht. Merci beaucoup. Je salue le retour de Monsieur Bonn. Ça a l'air de marcher. Vielen Dank. Willkommen zurück, Herr Bonnen. Ich möchte Ihnen zunächst einmal die letzte Frage in diesem Vorspann stellen. Herr Fellmann hat uns die Atmosphäre beim Drehen vor Ort in Ask geschildert. Und denjenigen, die versuchen, die Seite zu wenden und diejenigen, die versuchen, aufzuschreiben und daran zu erinnern, was geschehen ist. Vielleicht schildern Sie uns das auch noch kurz. Sie meinen vor Ort in Nordstemmen oder in Ask? Nordstemmen. In Nordstemmen. Ja, das ist eine interessante, es waren interessante Begegnungen mit den Menschen vor Ort dort. Wir haben wirklich mit Menschen gesprochen, die ihn seit Jahrzehnten erlebt haben, Karl M., in diversen Vereinen in der Nachbarschaft und die auch berichtet haben, dann auf Nachfrage, dass es doch hin und wieder mal interessante Äußerungen von ihm gegeben hat. Interessant im Sinne von eher ungewöhnliche Äußerungen gegeben hat im Hinblick auf seine Zeit im Nationalsozialismus, auf die Zeit bei der Waffen-SS und auch generell seine Sicht auf den Nationalsozialismus und Hitler. Da gab es dann doch hin und wieder mal so Andeutungen von ihm, wo alle immer gesagt haben, ach Karl, das kannst du doch so nicht sagen. Aber dann wurde das dann sozusagen ad acta gelegt, weil darüber redet man ja nicht. All das brach quasi auf, dieser ganze Konflikt und diese ganzen Erinnerungen, als wir mit den Menschen gesprochen haben und als sie vor allen Dingen dieses Interview gesehen haben. Da sind einige wirklich aus allen Wolken gefallen und andere wiederum haben gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, was er da erzählt. Das hat er doch eigentlich die letzten Jahre immer mal wieder erzählt. Also diese Ambivalenz in dem Ort zu hören, das hat uns schon ein Stück weit schockiert. Und man hat da auch wiederum gemerkt, die Auseinandersetzung mit den Tätern, die ist in Deutschland bei weitem noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Spätestens dann, wenn es in die Familie, in die Nachbarschaft rein reicht, dann ist es doch eher ein Tabu. Also die Opfer, das Opfergedenken, ja, das funktioniert in Deutschland, aber die Auseinandersetzung mit den Tätern, das ist eine schwierige Geschichte immer noch. Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank. Ich wende mich jetzt sehr gerne unseren anderen eingeladenen Gästen zu und möchte gerne mit Frau Dr. Erkenbrecher beginnen, die ja Spezialistin ist für dieses Thema. Was haben Sie empfunden, als Sie vorhin diese Reportage gesehen haben? Ja, also ich habe sie nicht das erste Mal natürlich gesehen und finde es einen ganz großartigen Film. Das möchte ich auch gerne mal hier dem Herrn Feldmann und Herrn Bonn auch sagen. Ja, ich erkenne einiges wieder. Vieles davon ist gar nicht ungewöhnlich für mich. Ich habe ja nicht nur zu dem Massaker von Ask gearbeitet, sondern mich noch viel mehr mit dem Massaker von Oradour-sur-Glane in Frankreich beschäftigt.
Und ja, da begegnen einem ja auch immer wieder ähnliche Geschichten. Also es ist seltener eigentlich, dass Täter noch im hohen Alter noch überzeugte Nationalsozialisten sind. Das ist die Ausnahme. Aber es gibt doch immer wieder Dinge, die einem sehr bekannt vorkommen und wo man erkennt, okay, das ist kein Einzelfall, sondern das ist was Strukturelles auch. Also wir haben ja zum Beispiel gehört, dass er sich damit verteidigt zu sagen, ich habe Freischärler, ich habe Partisanen erschossen. Und das ist viel, viel mehr als seine Sicht auf die Dinge. Das ist dahingehend auch interessant, weil das nicht nur er so erzählt hat nach der Tat, sondern das ist auch das Narrative, was vom Gros der anderen Soldaten und seinen Vorgesetzten nicht nur erzählt wurde, sondern was versucht worden ist, zu institutionalisieren, weil natürlich damit dieses Massaker in einem anderen Rechtsrahmen eingepasst werden konnte oder man die Schuld von sich weisen konnte. Und das ist dahingehend auch ganz interessant, weil es zeigt, dass er sich ganz offensichtlich mit der Frage beschäftigt hat, was denn strafrechtlich für ihn problematisch sein könnte. Denn wir müssen ganz klar sehen, wir haben jetzt 2021, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass die Ermittlungen liefen, aber in der Bundesrepublik ist nur noch Mord verfolgbar und Beihilfe zum Mord. Und Totschlag und Beihilfe zum Totschlag ist nicht mehr verfolgbar. Und wenn er sagt, ich habe gedacht, das sind Partisanen, dann ist er eigentlich schon raus aus der Möglichkeit, ihn strafrechtlich zu verfolgen, außer man kann ihm das nachweisen, dass es anders ist. Denn in dem Moment, in dem er sagt, ich habe gedacht, das sind Partisanen gewesen, wird es sehr schwer, ihm Mord nachzuweisen. Und das ist ein Argument, das wir in ganz vielen Vernehmungen mit ehemaligen Soldaten, die an Massakern teilgenommen haben, hören, wo man auch sieht, ganz offensichtlich haben die sich erkundigt, wie ist es denn möglich, aus dieser Schlinge, die sich zuzieht, um einen Hals noch rauszukommen. Also von daher, für mich ist es vor allen Dingen so, dass ich viel wiedererkenne aus meiner Arbeit auch zu anderen Themen. Merci, vous. Vous voulez dire du coup que ce qui apparaît au premier regard comme une réponse. Sie meinen also, dass das, was hier als eine Antwort von spontaner Brutalität aussieht, ist tatsächlich Teil einer strategischen Aufstellung. Und es handelt sich bei Karl M. sicherlich nicht um einen Einzelfall, sondern es scheint offensichtlich eine Strategie zu sein, mit der die Verbrecher sich nach dem Krieg auch verteidigt haben. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das Massaker von Ask anschauen, sehen wir etwas, was sofort beginnt, und zwar sofort noch an dem Abend selbst. Was beginnt ist, die Täter fangen an, ein Narrativ zu stricken und zu verbreiten, dass die Schuld umkehrt. Das heißt, wir sehen eine Schuldumkehr. Es heißt, die Opfer sind selber schuld, denn es waren Widerstandskämpfer. Es beginnt sofort auch dieses Narrativ, es ist auf den Zug geschossen worden, was nachweislich nicht so gewesen ist. Das heißt, diese Schuldumkehr, die sofort einsetzt, ist nicht nur in Ask zu beobachten. Die haben sie auch an den Orten der anderen großen Massaker in Frankreich. Das haben sie in Töl, das haben sie in Oradour. So, und damit ist aber auch die Saat schon gesät für ein revisionistisches Narrativ, das ich erinnere nochmal, dann am Tattag selbst anfängt gepflanzt wird quasi und das fatale Folgen hat. Also wir dürfen nicht vergessen, wenn Sie hören, also wenn wir auch gesehen haben, wie sehr das schmerzt, ja, die Nachkommen der Opfer, was dort passiert ist, und dann kommt quasi noch dazu, dass die Täter sagen, ja, aber ihr wart selber schuld und damit ja die historische Wahrheit umkehren und eine Schuldumkehr vornehmen, Täter-Opfer-Umkehr vornehmen. Das ist ein zweites Trauma, das sich quasi auf dieses erste des Erlebens schon noch dann draufsetzt. Und es ist ja nicht so, dass das so geblieben ist, nur auf der Seite der Täter, also jetzt der Täter, die vor Ort waren, sondern das hat sich ja auch festgeschrieben später in den Divisionsgeschichten dieser alten SS-Einheiten. Und man hat versucht,
versucht natürlich in der Bundesrepublik die Deutungshoheit über diese Kriegsverbrechen zu erlangen. Das heißt, es gab Netzwerke, mit denen man versucht hat, diese Erklärung, diese falsche Erklärung, diese Revision der Geschichte zu verbreiten. Und das kann Auswirkungen haben bis in die strafrechtliche Ahndung hinein, weil die Frage ist, heute vielleicht etwas weniger, aber vor allem in den 60er Jahren, wem glaubt der Staatsanwalt? Und wenn Sie natürlich dann Staatsanwälte haben, die eher diesen revisionistischen Darstellungen eines solchen Massakers folgen, dann hat das zur Folge, dass viele Täter nicht angeklagt werden. Und nochmal, vielleicht abschließend, ich denke, man darf wirklich nicht unterschätzen, was das für die Opfer, für die Überlebenden und für die Hinterbliebenen bedeutet, dass sie sehen, dass im, sage ich jetzt mal, im Land der Täter dieses Narrativ immer wieder erzählt wird. Dieses Narrativ, dass es Widerstandskämpfer waren, dass das eigentlich alles rechtens war, dass sie selbst schuld waren. Das ist ein Schmerz und eine Bitterkeit, die schon wirklich in diese Waagschale kommt, wo ein Empfinden von Gerechtigkeit oder die Bereitschaft zu einer Versöhnung wirklich erschwert wird dadurch. Und das sollte man immer mit beachten. Genau. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Frau Dr. Erkenbrecher. Das ist natürlich sehr wichtig. Dieser Aspekt wird uns auch in der ganzen Debatte heute Abend weiter begleiten. Ich darf mich jetzt an Frau Dr. Florian Azoulay wenden mit einer verhältnismäßig einfachen Frage hinsichtlich Ihrer Reaktion auf diesen Film, auch im Hinblick auf die Erfahrungen, die Sie haben, in dem fortdauernden Austausch mit den Opferfamilien. Vielleicht können Sie uns auch an Ihren Reaktionen teilhaben lassen im Hinblick auf das Argument von Frau Dr. Erkenbrecher, dass es hier zu einem zweiten Trauma gekommen ist. Ja, guten Abend, Julien. Herzlichen Dank für diese Einladung heute Abend. Ich fand den Film tatsächlich auch emotional sehr berührend und ich erkenne dort tatsächlich auch sehr gut in der Leidenschaft der Menschen vor Ort bei den Interviews, die Herr Feldmann und Herr Bongen geführt haben mit den Opfern der Ermordeten. Da sehen wir tatsächlich Tag für Tag in unserer Arbeit im Arolsen-Archiv. Was mich auch ganz besonders berührt hat, ist, dass das ganze Dorf zusammengeschweißt ist um diese Erinnerungsarbeit herum. Und mich hat es auch wirklich sehr berührt, wie lebendig die Erinnerung dort auch noch ist. Sehen Sie, man sieht tatsächlich, dass dort eine durchaus intensiv gelebte Erinnerungskultur besteht und die Menschen nicht bereit sind, diese Arbeit aufzugeben und das, die Erinnerung jemals löschen zu lassen. Man sieht also, man stellt sich dort intensiv die Frage, wie solche Erfahrungen weitergegeben werden können, wie man genau diese Erinnerung an das Massaker weiter aufrechterhalten kann. Diese Erinnerungskultur ist außerordentlich lebendig und ich möchte sagen, dass wir im Arolsen-Archiv, wir sind ja ein sehr, sehr bedeutsames Archiv der Verbrechen der Nazizeit und wir haben allerdings keine Informationen über Oradour, sur Glane oder Asque. Wir haben sehr viel mehr Archivmaterial zu den Konzentrationslagern und haben da tatsächlich sehr viel natürlich auch an Beweisstücken gesammelt, damit hier nichts unter die Räder kommt an Erinnerungen und an Verbrechen. Und wir leisten diese Arbeit natürlich im Hinblick natürlich auch auf die Beweissicherung für die Inhaftierung und die Ermordung von KZ-Insassen. 75 Jahre nach den Verbrechen gibt es immer noch 20.000 Menschen, die immer noch vermisst werden. Die Zahlen nehmen ständig zu, je mehr wir forschen. Und wir haben immer noch Anfragen von überall her aus der ganzen Welt. Das sind in der Regel, es werden
immer mehr Anfragen von Familien, von Angehörigen, insbesondere von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern auch. Sie sehen, das Interesse an der Aufarbeitung und an der Erinnerungskultur, an der Vergangenheitsbewältigung ist immer noch sehr groß. Das gilt insbesondere auch für die Enkelkinder und die Großenkel. Denn die Großeltern gibt es ja häufig gar nicht mehr, die auch jetzt noch Zeugnis ablegen könnten. Und während sie lebten, haben sie das häufig auch nicht getan. Das heißt, die Familien, die Nachkommen, suchen heute Beweisstücke für diesen Kalvarienberg sozusagen, oder dieses Leid, das ihre Verwandten halt eben durchlitten mussten in der Nazizeit. Da sind die Emotionen immer noch sehr, sehr stark, insbesondere wenn sie dann zu uns kommen und die Dokumente einsehen. In vielen Fällen haben wir tatsächlich noch auch Unterschriften von den Menschen unter Dokumenten aus der damaligen Zeit, insbesondere auch bei der Beschlagnahme von Vermögensgegenständen. Und ich habe ganz oft Menschen auch bei mir gehabt, die tatsächlich in Tränen ausbrechen, wenn sie diese Originaldokumente sehen. Und wir helfen dann, diese Geschichte ihrer Familienmitglieder, ihrer Angehörigen aufzuarbeiten. Dafür haben wir ein ganzes Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten, die den jeweiligen Kontext aufarbeiten, die Glieder der Kette wieder zusammenfügen und hier eine umfassende Erinnerungsarbeit machen. Wir arbeiten vorwiegend mit Dokumenten und ermöglichen damit auch den Familien, die Familienbande wiederherzustellen, die in den letzten 70 Jahren verloren gegangen sind. Da kommt es natürlich oft auch zur Weitergabe von traumatischen Erfahrungen, also zur Aufrechterhaltung von Traumata in den Familien bis heute noch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir haben eine sehr schöne Initiative, die heißt Stone Memory. Da machen wir uns auf den Weg und suchen die Orte auf, an denen die Betroffenen gelitten haben. Und wir haben im Laufe der letzten 4 Jahre über 500 Familien ausfindig gemacht und haben die Menschen dann auch konfrontiert mit sehr persönlichen Gegenständen, die ihren Familienangehörigen gehört hatten. Und das ist immer ein sehr emotionaler Moment, wenn beispielsweise ein Enkelkind beispielsweise die Brille des Opas wiederfindet oder der Oma wiederbekommt. Sie sehen also, wir haben die in Auftrag auch der Familien, diese Erinnerungskultur weiter fortzuführen. Es geht tatsächlich auch um die Weitergabe dieser Erinnerung durch all das, was wir an Arbeit machen und in Aarholsen in unserem Archiv auch anbieten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Florian. Das zeigt uns ja doch, was Herr Thieser auch schon in seiner Einführung gesagt hatte, nämlich wie tatsächlich jetzt der Übergang geschafft werden kann aus der Zeit der damals noch lebenden Zeitzeugen, die es mittlerweile nicht mehr gibt, und wie wir jetzt tatsächlich die Erinnerungsarbeit weiterleisten können. Herzlichen Dank, Florian, für Ihren Beitrag. Ich gehe jetzt weiter, nach Aachen an Herrn Professor Dr. Kuchler. Lorsque l'on entend Karl M. dire pourquoi devrais-je regretter, qui a commencé, quel impact selon vous a ce témoignage sur les jeunes générations? Quel est l'impact? Quelle est la nature du choc? Dans un sens comme dans l'autre. Mir fehlt jetzt leider die Übersetzung. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie. Gut. Ähm,
Jetzt höre ich sie wieder nicht mehr. Kannst du nur mit Herrn Akertel erklären, dass er bitte die Frage nochmal wiederholt? Also ich fasse jetzt einfach mal zusammen, damit Sie die Frage wenigstens bekommen. Es ging darum, was Sie empfinden, wenn Sie diesen Film sehen und welchen Schock das vielleicht bei der jungen Generation auslösen kann, welche Auswirkungen das auch auf die junge Generation haben kann. Das ist jetzt die Zusammenfassung dieser Frage. Völlig okay. Also ich finde den Film auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass das Besondere, sehr Reizvolle an dem Film ist, dass man einem sehr, sehr kleinen mikrohistorischen Beispiel sieht, wie an das Große, also an den Zweiten Weltkrieg erinnert wird, an die Schrecken und an die Verbrechen, die im Rahmen dieses Krieges stattgefunden haben, und die Interdependenz zwischen dem kleinen französischen und dem kleinen deutschen Ort finde ich besonders spannend, wie sich hier eben die Erinnerungen, du hast diametral entgegenstehen, und das, glaube ich, hat der Film sehr gut deutlich gemacht. Was mir persönlich am meisten jetzt ins Auge gestochen hat bei dem Film, ist aber eine ganz andere Ebene, nämlich wir hatten ja heute schon einige Male das Stichwort der Zeitzeugen und des Überlebens von Zeitzeugen. Herr Thieser hat ganz am Anfang schon darauf hingewiesen, dass das eine ganz große Herausforderung werden wird. Ich finde, der Film zeigt eine ganz andere Ebene nochmal und rückt das ganz hervorragend mit in den Blick, nämlich die, dass wenn wir mit Überlebenden reden, dass wir stets nur mit Opfern reden, dass sich, was Frau Erkenbrecher ja genau richtig gesagt hat, angedeutet hat, dass wir im Sinne von der juristischen Strafverfolgung ja kaum einen Täter ins Fernsehen bringen oder kaum einen Täter zu einer medialen Aussage veranlassen können. Hier haben wir die Situation, dass ein 96-jähriger Mann freiwillig seine Darstellung vorlegt und dass ein 96-jähriger Mann freiwillig seine wirklichen Überzeugungen artikuliert vor einer Fernsehkamera. Das wäre in medialer Darstellung, gerade seit der Erfindung des Zeitzeugen, der ja ab den 90er Jahren eine ganz große und bedeutsame Rolle im deutschen Fernsehen gespielt hat, so überhaupt nicht möglich und denkbar gewesen, weil der nicht eingeladen worden wäre, selbst wenn er sich dargestellt hätte. Und auf die Art und Weise, glaube ich, kommen wir sehr schnell wieder zu dem Punkt, der auch schon angesprochen worden ist, dass in Deutschland sehr viel über die völlig berechtigte Weise, und das geht es nicht, berechtigterweise angesprochen wird, die Rolle der Opfer, was aber auch gerade bei jungen Menschen sehr schnell dazu führen kann, dass sie sich sehr schnell, weil es auch vielleicht einfacher ist, auf die Identifikationsseite der Opfer stellen. Dass aber die Frage der Täter, also wie kann jemand zum Täter werden, wie kann jemand ein solches Verbrechen überhaupt verüben, überhaupt nicht hinterfragt wird. Zumeist, also gerade wenn man das mit Schülerinnen und Schülern ansieht, reduziert sich das dann immer darauf, dass das Narrativ, das ja in den 50er, 60er Jahren sehr stark vorhanden war, wieder reproduziert wird. Also das war eine kleine Clique von machtvollen Nazis, oder es war nur Hitler und eine ganz kleine umgebende Bande, die aber alle irgendwie auch intellektuell gestört waren. Und die hätten also die Befehle gegeben, die alle anderen hätten ausführen müssen. Und ich glaube, gerade das Gespräch mit dem Täter, das wir jetzt hier heute gesehen haben, zeigt ja, dass da durchaus eine Eigendynamik oder eine individuelle Entscheidung dahinter steckt. Selbst wenn wir einkalkulieren, dass er aus strafverfolgungstechnischen Gründen nicht alles sagt, was er sagen könnte, aber er sagt ja schon sehr offen und offenherzig, dass sie in die Straße marschiert sind und dass sie dort jetzt sozusagen Rache nehmen wollten, unabhängig davon, ob da irgendwelche Schuldigen sind oder nicht. Also dieser Blick auf die Täter, der meines Erachtens in der Erinnerung häufig einfach viel zu kurz kommt, aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus, den hat aus meiner Sicht der Film ganz hervorragend pointiert, einfach auch durch das Glück, dass man diesen redefreudigen Zeitzeugen hatte.
Aber da, glaube ich, ist ein ganz großes Juwel aus dem Film. Und das ist ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man so etwas mit Schülern noch viel häufiger oder auch mit jungen Menschen noch viel häufiger thematisieren könnte. Weil, und da knüpfe ich jetzt nochmal an Herrn Thieser an, wir die Opferperspektive ganz, ganz oft dokumentiert haben auf Papier, auf digital, auf wo auch immer. Aber die Täterperspektive ja bestenfalls aus Protokollen von Strafverfolgungsprozessen haben, in einer derartigen radikalen Schonungslosigkeit, wie wir sie hier haben, finde ich, ist sie sehr selten. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci beaucoup. Nous avançons, nous progressons. Vielen Dank. Wir schreiten fort in unserem Austausch und wir haben hier schon die eines der ersten Themen der Diskussion, und das ist die Versöhnung. Ich möchte Sie, die Expertinnen und Experten, bitten, direkt das Wort zu ergreifen. Und wir werden Sie hier auf Zoom natürlich dann auch sehen. Und wir möchten hier den Austausch fortsetzen und ja, den Punkt finden, an dem wir uns wieder versöhnen können im Rahmen der deutsch-französischen Aussöhnung. Das ist die Grundlage oder die Basis für eine allgemeine Wiederversöhnung. Und vielleicht kann man das auch ein bisschen, diese Idee in Frage stellen. Wie ist diese Versöhnung und die Wiederversöhnung auch in ASK ja, möglich? Wer muss sich mit wem versöhnen? Wie kann das erfolgen? Und vielleicht stelle ich die Frage mal an die Journalisten vor Ort. Wie kann so ein Prozess der Versöhnung stattfinden? Wie kann der ablaufen? Ja, ich glaube, also Versöhnung ist natürlich irgendwie ein sehr großes Wort. Aber wenn man das vor Ort, so haben wir es zumindest mitbekommen. Wir sind dann natürlich auch als Fremde aus Deutschland dann noch da reingekommen, auch in den Ort nach ASK, haben aber natürlich die Leute erlebt so, ich glaube, sie sind schon sehr zu sehr viel bereit, sage ich mal. Sie sind zu sehr viel bereit, auch zu akzeptieren und zu sprechen. Und sie wollen natürlich das Andenken an die Ermordeten aufrechterhalten. Aber ich glaube, wenn man irgendwie in Richtung Versöhnung möchte, dann ist es gerade für die Menschen da in ASK in dem Fall sehr schwierig gewesen bisher, da irgendwie etwas wie Versöhnung zu erreichen, weil es eben sozusagen keine juristische und auch anderweitig war die Aufklärung oder Aufarbeitung sehr schwer. Und ich glaube, das wäre die Grundlage für so eine Versöhnung. Uns haben dort dann Angehörige von Ermordeten auch gesagt, hätte sich dieser 96-Jährige hingestellt und hätte gesagt, ja, das war alles, ich war da auch Jugendlicher oder 21-Jähriger mit meinen jungen Jahren und wir hatten eben solche Befehle und beziehungsweise haben solche Taten begangen, das war falsch. Hätten, glaube ich, auch Menschen in ASK das anders aufgenommen. Aber wir haben hier eben einen Täter, der bis heute nicht bereut hat. Das hat, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Wunde ein Stück weit aufgerissen. Es hat aber auch dann natürlich noch mal für eine intensivere Beschäftigung auch, ich sag mal, medial jetzt über den einen Film bei Arte und in der ARD hinaus gesorgt. Wo man sagen muss, das hat natürlich auch den Opferfamilien ein Stück weit Genugtuung, kann man vielleicht nicht sagen, aber ein Stück weit gut getan. Wobei man sagen muss, es gab ja im Anschluss an diese Ausstrahlung des Interviews auch ein Ermittlungsverfahren gegen Karl M. wegen Volksverhetzung und sozusagen Beleidigung dieser Ermordeten. Und das haben auch Angehörige von den Ermordeten tatsächlich ein Stück weit als, ja,
Ja, Stellvertreterprozess wäre es zu dem Prozess, der Karl M. ist vorher gestorben, aber wäre es zu diesem Prozess gekommen, hätten Sie es ein Stück weit als Stellvertreterprozess wahrgenommen, weil Sie eben diesen Mann, der dann natürlich nicht wegen der Mordtaten von damals, aber wegen sozusagen dieser Äußerungen dazu dann vor Gericht gestanden, vor einem deutschen Gericht gestanden hätte und dann im Zweifel auch verurteilt worden wäre, das hätte Ihnen, glaube ich, viel bedeutet, tatsächlich, dass sich ein deutsches Gericht mit der Frage des Massakers von Ask auseinandersetzt, weil das gibt es sozusagen in der Militärgerichtsbarkeit von 1949, gibt es eben dieses Urteil, aber es gab keinen Prozess jetzt gegen Karl M. oder andere. Und das, ich glaube, ja, das hat sozusagen auch etwas wie Versöhnung oder Aussöhnung mit dieser Tat und mit diesem Ganzen etwas ja, behindert. Merci beaucoup, Monsieur Bong. Wenn ich mich kurz daran anschließen kann. Ich glaube, dieser Prozess, der da nach unserem Interview angedacht war, er ist ja angeklagt worden wegen Volksverhetzung und wegen des Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Ich glaube, dieser Prozess spielte für die Angehörigen in Ask eine Riesenrolle. Für Alexandre Delezenne, einer der Protagonisten unseres Films, war es immer das Ziel, Karl M. nochmal vor Gericht zu stellen. Nun ist er nicht wegen der Tat vor Gericht gestellt worden, aber wegen Volksverhetzung, wegen anderer Delikte. Auch wenn er jetzt dann diesen Prozess nicht mehr erlebt hat, war das, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um dieses Thema Gerechtigkeit, dieses Thema Versöhnen, vor allen Dingen, um auch mit dieser Tat abschließen zu können. Das war für die Menschen in Ask, das haben wir von vielen Seiten gespiegelt bekommen, ein wichtiges Signal von der deutschen Justiz. Hey, wir auch nach so vielen Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema und wir versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. Und da kann man, glaube ich, dann einen Versöhnungsprozess ansetzen. Merci beaucoup. Vous décrivez, ja, vielen Dank. Sie beschreiben dann auch die Wiederversöhnung im Kontext mit der Schuldfrage und der Wiederversöhnung, die dann beruhigt werden kann, die eintreten kann. Frau Erkenbrecher, vielleicht können Sie noch mal darstellen, wer sich hier mit wem versöhnen kann, versöhnen muss, will. Ist es ein Ort, der sich mit einem anderen versöhnt oder ist es eine individuelle Frage? Ich glaube, das kann alles sein. Und dass wir, wenn wir das große Wort Versöhnung in den Mund nehmen, uns zuallererst mal fragen, von was wir denn da sprechen, welche Vorstellungen wir damit transportieren eigentlich. Was stellen wir uns denn vor, wenn dieser Ort sich versöhnt? Mit wem? Und was impliziert das? Was passiert im Versöhnungsmoment? Versöhnung ist aber kein Moment, sondern ein Prozess. Wie sieht das aus? Und da würde ich immer dafür plädieren, zuerst einmal die eigenen Bilder im Kopf, die man hat, wenn man solche Worte benutzt, mal zu überprüfen und zu gucken, was verstehe ich eigentlich unter Versöhnung oder was verstehen diese Menschen unter Versöhnung? Und meine Erfahrung ist, so viele Einzelschicksale es gibt, so viele Vorstellungen von Versöhnung gibt es. Das kann für jeden etwas ganz Eigenes bedeuten. Und ganz wichtig, es ist nie ein Muss. Versöhnung ist kein Muss. Versöhnung ist ein freiwilliger Prozess, der nicht erzwungen werden kann, zumindest nicht auf der individuellen Ebene. Und dann muss man auf individueller Ebene auch sehen, dass Versöhnung auch bedeuten kann, versöhnen mit sich selbst, versöhnen mit dem, was man verloren hat, versöhnen mit dem eigenen Leben, mit dem Schmerz, mit dem Trauma. Und wenn wir diese individuelle Ebene verlassen, dann müssen wir fragen, welche Kollektive versöhnen sich? Hinterbliebenen Verbände, aber mit wem? Und da würde ich doch immer gerne darauf hinweisen, dass eigentlich ja Versöhnung heißt, dass man eine Beziehung, die durch einen Schaden erlitten hat, wiederhergestellt wird. Jetzt ist das aber so, dass die Opfer oder die Hinterbliebenen keine Beziehung zu den Tätern hatten. Und ich kann mir auch, also in den meisten Fällen, wollen sich auch die Opfer mit den Tätern nicht versöhnen.
Also auf dieser individuellen Ebene findet das meistens überhaupt gar nicht statt, sondern es geht eigentlich oft ins Symbolische über. Das heißt, wir sehen das jetzt zum Beispiel in Ask. Es gibt eine Städtepartnerschaft seit 2005 mit Leverkusen. Also da passiert etwas auf einer kollektiven Ebene, auf der Ebene der Gemeinde. Vorher war es der Geschichtsverein. Und das ist eher etwas Symbolisches. Und wenn wir noch weiter nach oben gehen, dann sehen wir natürlich die Gipfeldiplomatie, die deutsch-französische, wo sich Politiker versöhnen symbolisch. Aber wir müssen immer wieder fragen, von was sprechen wir eigentlich? Und wenn wir uns fragen, wer in Ask sich mit wem versöhnen kann, will, muss, dann glaube ich, bleibt uns nur die Menschen dort vor Ort zu fragen. Ist eigentlich Versöhnung für Sie eine relevante Kategorie? Wie verstehen Sie selbst das? Was erwarten Sie, was brauchen Sie dafür und wie stellen Sie sich das eigentlich selbst vor? Und da glaube ich, ist es ein ganz zentraler Punkt, zuzuhören und zu fragen und die Bedürfnisse auch zu hören und nicht vielleicht mit einer vorgefertigten Idee zu kommen, was jetzt gemacht werden muss, sondern tatsächlich die Menschen zu fragen, die es tatsächlich betrifft, ob sie denn ein Versöhnungsbedürfnis haben oder vielleicht haben sie das gar nicht. Da zu fragen bei den Leuten, die es wirklich angeht. Merci beaucoup. Vielen Dank. Die Reaktion, peut-être, Monsieur Couch. Reaktionen vielleicht? Frau Azoulay vielleicht? Herr Kuchler, Reaktionen auf die Äußerungen von Frau Erkmach? Weil wir sprechen ja hier von irgendwas, was eventuell auch nicht zu reparieren ist. Ich glaube, wenn ich das Wort ergreifen darf, die Frage des Reparierens ist sehr, sehr schwierig, weil das ja auf, wie völlig zu Recht dargestellt, auf unterschiedlichen Ebenen passiert. Ob es unbedingt immer Versöhnung sein muss, weiß ich nicht. Auch die Frage, ob man Freundschaft wiederherstellen kann, glaube ich nicht, aber man kann sie vielleicht auch wie überhaupt nur herstellen. Also man kann, glaube ich, diese Annäherung, Versöhnung, wie Sie es nennen wollen, dadurch einleiten, dass Menschen aus den unterschiedlichen Regionen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, dass nicht diese tradierten Vorurteile oder Stereotype des jeweils anderen funktionieren. Und deshalb wäre ich in dem Zusammenhang einfach wirklich großer Fan oder Anhänger dessen, dass man den Austausch nicht nur anlässlich des historischen Ereignisses vorantreibt, beginnend bei Schulpartnerschaften über Vereine oder bürgerschaftliches Engagement, in welcher Hinsicht auch immer, die eben ganz bewusst auch in diesem deutsch-französischen Kontext angesiedelt sind und wo Menschen ins Gespräch miteinander kommen. Das funktioniert im deutsch-französischen Zusammenhang ja relativ gut, ist aber in den letzten Jahren sicherlich auch oder hat etwas an Dynamik verloren. Gerade bei der Perspektive des historischen Ereignisses ist es auch so, dass ich glaube, dass gerade das französische Beispiel für deutsche Gesprächspartner ja auch hochinteressant sein kann. Man entdeckt ja Dinge, die man als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normaler Deutscher des 21. Jahrhunderts vielleicht gar nicht kennt. Also diese Massaker deutscher Soldaten in Frankreich sind ja in der deutschen Geschichtskultur, anders als in der französischen, ja nicht unbedingt an der ersten Stelle. Also wenn es um Verbrechen Deutscher im Zweiten Weltkrieg geht, denken Deutsche gemeinhin wohl eher an Osteuropa, denn an Westeuropa sicherlich auch nicht unzutreffenderweise. Und da ist es dann, glaube ich, schon ganz spannend, wenn solche Schulfahrten beispielsweise in den Norden Frankreichs eben auch mal einen Besuch in der Gedenkstätte in Ask machen und dieses Bild des Zweiten Weltkriegs nochmal, kleinteiliger machen und eben die Besonderheiten auch des französischen oder der französischen Erinnerungskultur hier in den Blick nehmen. Und auf diese Art und Weise, so glaube ich, könnte dann wieder eine internationalere Erinnerungskultur im Sinne einer europäischen oder einer deutsch-französischen entstehen, die aber, und das ist dann so der andere Punkt, natürlich nicht die polnische oder die italienische ausklammern kann, sondern irgendwo mittelfristig zu einer
einem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg kommen könnte, sollte, die internationaler ausgerichtet ist und wo eben bewusst dieses, na, ich würde nicht sagen Versöhnung, aber dieses gegenseitige Respektieren der Erinnerung dessen, was in den anderen Regionen als historische Wahrnehmung noch da ist, akzeptiert wird und man das in den Austausch mit der eigenen Erinnerung setzt und damit vielleicht auch eine gemeinsame Gedenkkultur entsteht. Ganz herzlichen Dank. Ich halte mal diese Idee im Hinterkopf des gegenseitigen Respekts eines kulturellen Geflechts. Das ist, und dann darf ich noch mal bitte mich an Frau Dr. Florian Azoulay wenden. Sie sprachen über den Schock. Sie sagten, Erinnerung braucht immer auch Material. Und Sie sagten, wenn die Familien tatsächlich in ihren Archiven all diese Einzelheiten entdecken, das ist vielleicht nicht nur eine große Emotion, sondern auch gleichzeitig eine Befreiung für die Menschen. Und das eröffnet vielleicht dann auch die Möglichkeit eines Wiederversöhnungsprozesses, eines Prozesses, wo man sich wieder den anderen zuwendet bei Ihnen in den Sälen. Gut, ich bin ganz voll und ganz einverstanden mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier eben schon gesprochen haben, die über die Komplexität dieses Wiederversöhnungsprozesses gesprochen haben. Und was ich immer wieder sehe, das sind multiple Perspektiven. Es gibt so viele verschiedene Leser und Leserinnen, Nutzer unserer Archive, Nutzerinnen, die mit ihren eigenen Perspektiven natürlich zu uns kommen. Selbstverständlich gibt es dabei universelle Komponenten, die alle gleichermaßen haben, aber es, zum Beispiel das Interesse an der Geschichte, die Art und Weise, wie die Verbindung hergestellt wird oder auch nicht mit heutigen Ereignissen, mit heutigen politischen Entwicklungen. Das ist von Familie zu Familie ganz unterschiedlich. Aber was mir immer wieder auffällt, dass es tatsächlich eine Art Verhandlungsprozess ist auf der Ebene der Familie, das tatsächlich dann in einem kulturellen Umfeld sich entwickelt. Sehen Sie, zu uns kommen ja Menschen aus der ganzen Welt. Und was mir dabei wichtig erscheint und was wir auch versuchen, ist ja, dass wir diese Emotionen, diese sehr persönlichen aufnehmen und damit natürlich auch die Neugier wecken, dass die Menschen tatsächlich auch etwas erfahren möchten, etwas lernen möchten. Und da sind diese Lernprozesse im Hinblick auf die Geschichte und die Ereignisse ganz unverzichtbar für uns und für die beteiligten Familien, die dann tatsächlich auch diese Brücke bauen zwischen dem, was seinerzeit passiert ist und dem, was das für sie heute bedeutet. Das sind häufig Fragen, die alle sich stellen, die zu uns kommen. Die sagen dann, was hat das für eine Bedeutung, was in der Vergangenheit geschehen ist für die Lage, die politische Lage heute, was hat es für eine Auswirkung auf unsere eigene Befindlichkeit, auf unsere Situation, in der wir leben und wie schwer ist tatsächlich das Gewicht dieser Geschichte, das wir in unseren Familien tragen und was hat das für eine Bedeutung für unsere politischen Einstellungen und unsere politischen Visionen? Das ist für uns sehr wichtig, dass die Familien sich dem positiv gestimmt stellen und dann tatsächlich auch die Verbindung herstellen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Man muss dabei natürlich sehr sensibel vorgehen, wenn man die Menschen mit den Geschichten, diesen sehr komplexen Geschichten konfrontiert. Aber die Familien haben selbst häufig das Bedürfnis, diese Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herzustellen und sich zu fragen, tatsächlich, was das für eine Auswirkung auf ihre heutige Lage hat und auf die Politik heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, die ja im Wesentlichen sehr ergänzt, was wir gesagt haben. Und ich darf mich nochmal an die Journalisten wenden mit derselben Frage. Sie haben ja vor Ort einen Schmerz empfunden und den auch beschrieben bei den Menschen in Aske. Würden Sie sagen, dass diese
dieses Fiebermessen, wenn Sie so wollen, vor Ort, also das Erfassen der Gefühle. Meinen Sie, dass das in irgendeiner Form auch dazu dienlich sein kann, dass man hier den Frieden findet und sich gegenseitig auch versteht? Denn Sie haben ja ganz persönlich vor Ort die Erfahrung mit den Familien und ihrem Schmerz gemacht. Ja, tatsächlich glaube ich, dass das nicht so die Frage ist, die Menschen vor Ort in Ask wirklich umtreibt. Weil wenn man dort mit, Versöhnung kommt, die Menschen haben dort keinen Groll auf, keinen Groll auf Deutsche der heutigen Jahre oder so. Ich glaube, es geht ihnen tatsächlich sehr viel mehr um das Thema Gerechtigkeit und um das, was sie eben bis heute nicht wahrgenommen haben, dass diese Gerechtigkeit eben durch Gerichtsprozesse, aber vielleicht auch durch, eher eine gesellschaftliche Aufklärung. Das Massaker von Ask ist im deutschen Gedächtnis natürlich irgendwie nicht vorhanden und ist natürlich auch nicht in dem, in dem Umfeld des Täters oder der Täter von damals vorhanden. Also in Nordstemmen beispielsweise da in Niedersachsen, da kannte mehr oder weniger niemand dieses Massaker oder das, was einer aus ihrer Mitte quasi mitbegangen hat in Frankreich. Und ich glaube, daher bin ich mir da unsicher, inwiefern man da wirklich von sprechen kann, dass man in diese Richtung bei den Opfern, weil die haben nicht zu vergeben oder irgendetwas in Richtung der Täter, sondern die haben einfach Gerechtigkeit gefordert und fordern natürlich, auf einer anderen Ebene, dass auch nach dem Tod der tatsächlichen Täter bis heute. Madame Erkenbrecher? Ja, ich würde gerne tatsächlich den Ball gleich mal aufnehmen wollen, weil dieses Wort Gerechtigkeit mir sehr wichtig erscheint. Und dass ich glaube, wir uns klar machen müssen, dass ähnlich wie bei Versöhnung Gerechtigkeit was sehr Prozesshaftes innewohnt. Das ist nichts, was jetzt passiert, sondern das kann etwas sein, was über lange Zeit sich entwickelt und immer wieder schwankt. Und ich glaube, wenn wir vielleicht mal sagen, in einer idealen Welt wäre Gerechtigkeit vielleicht das, dass Opfer eines solchen Verbrechens entschädigt würden, unbürokratisch schnell für die Leiden an Seele und Körper, für ihre Verluste, wenn es welche gab, auch materieller Art, dass die Schuldigen bestraft würden und zwar angemessen für die Opfer und dass man, heute würde man sagen, vielleicht auch psychologische Betreuung hat und dann noch Anerkennung. Und dieser Prozess, das ist ein Prozess, der, und das sieht man, finde ich, an Ask ganz wunderbar, dass es etwas ist, was nicht aufhört. Wir haben 1949 diesen Prozess, der eigentlich für die Opfer erstmal mit wunderbaren Urteilen endet, denn von diesen 9 Personen, die vor Gericht stehen, werden 8 zum Tode verurteilt und ganz oft ist es tatsächlich so, dass es das, was zu diesem Zeitpunkt die Opfer sich wünschen, dass es Todesurteile gibt. Und da könnte man sagen, wunderbar, in den 60er Jahren kommt das Globalabkommen, das deutsch-französische, und ich gehe davon auch aus, soweit ich das gelesen habe, dass auch die Hinterbliebenen des Massakers entschädigt worden sind, könnte man sagen, wunderbar, hat auch funktioniert. Und tatsächlich ist das Ganze ganz anders. Tatsächlich ist das ein Prozess, der ständig nach oben und nach unten geht. Das heißt, wir haben zum Beispiel dieses Urteil, das aber ja nicht vollstreckt wird. Das heißt, es gibt eine kurze Genugtuung, dass diese Urteile fallen, aber sie werden nie vollstreckt. Das heißt, 1957 kommt der letzte von diesen verurteilten deutschen Männern frei. Das heißt, dort, wo erst vielleicht eine Zufriedenheit war, sinkt das dann wieder. Dann haben wir auch in etwa in dem gleichen Zeitraum sehr starkes Engagement von der Zivilgesellschaft, der katholischen Kirche, die versucht, Versöhnung nach Ask zu bringen, was sehr gut aufgenommen wird. Dann ist es wiederum so, dass diese Entschädigungszahlungen
sehr gering sind, die eigentlich nicht mehr sind als eine Symbolik. So, und so können wir das immer weiter ziehen bis jetzt zu dem, was wir gerade gesehen haben. Nämlich, es kommt die Hoffnung auf, dass jetzt ein Prozess kommt nach so langer Zeit. Die Erfahrung, würde ich aus meiner Einschätzung sagen, wie die deutschen Ermittler vor Ort aufgetreten sind, wie sie sich bemüht haben, um ihre Arbeit gut zu machen, wie sie in Kontakt gegangen sind mit Überlebenden, wie sie sich die Geschichten angehört haben. Das ist etwas, was sehr oft sehr viel gefühlte Gerechtigkeit bringt. Dann aber wird dieser Prozess wird nicht eröffnet. Dann sinkt das quasi wieder. Und dann kann es aber auch wieder nach oben gehen, wenn man sagt, okay, wir können ihn jetzt nicht anklagen wegen dieser Tat, aber wir verfolgen so gut wir können seine Äußerungen als nach dem, was das deutsche Strafgesetzbuch uns dort ermöglicht. Was ich sagen will, Gerechtigkeit ist auch etwas, das nicht einmal erreicht ist und dann bestehen bleibt, sondern etwas Prozesshaftes hat. Das ist einerseits natürlich schlecht, weil man nie etwas gewonnen hat. Andererseits ist es ganz wunderbar, weil wir einfach sehen können, es ist nie zu spät. Wenn Sie schauen, in Oradour war es so, dass in der Bundesrepublik nie ein Täter verurteilt wurde. Was macht Joachim Gauck, als er nach Oradour geht? Er stellt sich auf die Tribüne und sagt, Ihre Bitterkeit darüber ist auch meine. Das heißt, es ist eine Anerkennung auf zweiter Ebene. Er erkennt den Schmerz darüber an, dass es diese juristische Gerechtigkeit nicht gibt. Das heißt, wir haben viele, viele Möglichkeiten, auf diesen Prozess einzuwirken. Und dabei gibt es einen roten Faden, den wir immer sehen. Das ist Anerkennung. Anerkennen dessen, was historisch tatsächlich geschehen ist. Das Anerkennen des Leids. Das Erkennen der Schmerzen und der Bitterkeit darüber. Und das ist ein Prozess, der nicht zu Ende geht. Und das sehe ich heute auch als großen Vorteil. Denn nichts ist je gewonnen, aber nichts ist vielleicht auch jemals ganz verloren. Merci beaucoup, Madame Erkenbrecher. Vous avez réalisé une transition. Herzlichen Dank, Frau Dr. Erkenbrecher. Sie haben einen hervorragenden Übergang hier schon geleistet, sozusagen zu dem Thema Gerechtigkeit. Von der Gerechtigkeit jetzt zur Wiederversöhnung. Das sind zwei wichtige Termini und ich möchte Herrn Thieser auch gern das Wort noch einmal erteilen und Herrn Bongen, dass wir die Frage noch einmal stellen. Was heißt es denn überhaupt, den Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Es gibt da drei Ebenen. Wir haben die moralische Seite, also die Anerkennung des Leids und dann haben wir die juristische Ebene, klar. Und dann haben wir noch den Status der Opfer heutzutage. Herr Thieser, vielleicht Sie zuerst und dann Herr Bongen. Sehr spannend und auch sehr erhellend, gerade auch, was Frau Erkenbrecher gesagt hat und auch die anderen Teilnehmer der Diskussion. Was mir als Journalist natürlich auffällt, ist, und das habe ich in meinem Eingang lauter gesehen, bitte, lauter bitte, lauter bitte. Wie wir in dieser Erinnerungskultur den Brückenschlag in die Gegenwart auch hin zu den jungen Generationen schaffen, für die diese Ereignisse, je weniger Zeitzeug noch leben und auch zur Verantwortung gezogen werden können. Frau Aktenbrecher, das wird bald vorbei sein. Das ist halt leider so, aufgrund der Demografie und der biologischen Entwicklung der Täter. Das kann man nicht verhindern, aber nichtsdestoweniger stellt sich ja die Frage, wie Versöhnung, auch Versöhnung mit sich selbst, auch Versöhnung mit der Generation, den Nachkommen, in die Zukunft hinein buchstabiert und gestaltet werden kann. Und da glaube ich, ist es doch ganz wichtig zu verhindern, wenn ich jetzt nach vorne denke, heute 20-Jährige in 10, 15 Jahren, was damals in Oradour oder in Ax passiert ist, das wird abgeschlossene Vergangenheit sein, das reicht aber nicht. Und wir müssen eine andere Sprache, glaube ich, finden, auch andere Ansätze, wie wir diese Erinnerung wachhalten und sie für junge Leute auch so erhalten, dass sie berührt, und zwar der Gegenwart berührt. Und da hat Herr Kuschler was ganz Wichtiges gesagt, dass man diese Täter hat, diese Täterperspektive. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was waren die Mechanismen? Wie war so etwas möglich? Diese Muster, die sind ja nicht aus der Welt und die sind ja nach wie vor da. Wir erleben sie an anderer Stelle. Wir brauchen uns ja nur umzuschauen in der Welt. Und ich glaube, diese Brücke zu schlagen, das ist wichtig in dieser Erinnerungskultur. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir unsere Politiker zur Rede stellen. Also wenn Europa das, was in Polen zum Teil
Türkei passiert, das, was jetzt in Ungarn passiert, das, was mit der Soros-Kampagne in Budapest passiert ist, wenn das so beantwortet wird, wie das zum Teil Europa getan hat, und das spielt natürlich auch Paris-Berlin eine gewisse Rolle, dann beschädigt auch das Versöhnung, dann beschädigt auch das Gerechtigkeit und dann beschädigt auch das die Möglichkeit, den Opfern gerecht zu werden, wenn man es zu Ende denkt. Und dass da Europa, was ja auf quasi als eine Form der Versöhnung auf bestimmten Wertemuster sich entwickelt hat, dass man dort diese Werte eben entsprechend vertreten muss. Ich glaube, ich rede jetzt als Journalist, mir fällt das ja auf, das geschieht zu wenig. Und das Motiv der Kollegen von Panorama, die ja eben gesagt haben, dass sie in der rechten Szene unterwegs sind, dass sie schauen, wie sind dort die Strukturen, wo gibt es da Muster, die man auch wiedererkennt. Auf diese Art und Weise ist ja dieser Fall überhaupt ins Gespräch gekommen und hat man sich auf den Weg gemacht nach ASK, um zu schauen, was war da, was ist heute, was erleben wir tagtäglich. Merci beaucoup, Monsieur Bongen. Ja, ich möchte das eigentlich nur noch mal verstärken, was Frau Dr. Erkenbrecher gesagt hat. Es ist tatsächlich so, für Erinnerungen und Gedenken ist es nie zu spät. Es ist nie zu spät. In diesem Fall ASK kamen tatsächlich mehrere Dinge zusammen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Dortmund, dann das zufällige Interview, was wir geführt haben, und dann auch der 75. Jahrestag des Massakers und die Gedenkfeier in ASK. Da kam so viel zusammen, sodass dieses Massaker, wo ich ehrlich gestehen muss, es war auch nicht in meinem Bewusstsein. Ich habe vielleicht irgendwann mal darüber gelesen, aber es war mir nicht präsent. Ich kannte Oradour, das Oradour des Nordens, wie ASK ja auch bezeichnet wird, war mir nicht wirklich präsent. Das ist, glaube ich, durch unsere Berichterstattung und vor allen Dingen auch durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, durch die Zeitzeugenaussagen der Hinterbliebenen, der Opfer, wieder ins Bewusstsein dieser Gesellschaft zurückgekommen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, tatsächlich, je länger, also es ist tatsächlich jetzt kurz davor natürlich, dass es gar keine Zeitzeugen mehr gibt, keine Täter mehr gibt. Deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es schon in meinen Augen sehr wichtig ist, sich je länger diese Taten zurückliegen, desto mehr sich auch mit den Tätern zu beschäftigen, mit den Strukturen. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnten Menschen sowas tun? Natürlich ist das Opfergedenken sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, genauso wichtig ist es, sich als Gesellschaft damit zu beschäftigen, gerade angesichts dessen, was gerade auch von Herrn Thieser gesagt worden ist, angesichts des wieder aufkommenden Rechtsextremismus in ganz Europa, zu verstehen, warum solche Taten begangen werden und welche Ideologien dahinter sich verbergen. Und da ist, glaube ich, die Rückschau auf den Nationalsozialismus, das Beschäftigen mit den Tätern, essentiell. Merci beaucoup, Monsieur Kuschler. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich würde vor allem aber auch darauf hinweisen wollen, dass Gerechtigkeit, wenn ich sie anstrebe, eben nicht nur eine Frage des Strafgesetzbuches ist. Dadurch, dass es eben, wie Andrea das ja gesagt hat, ein sich ständig verändernder Prozess ist, ein Prozess ist, der letztlich nie zu einem Ende kommt, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man eben stets neue Formen findet, wie man miteinander diese Gerechtigkeit ausverhandelt oder überhaupt die Erinnerung an Vergangenheit aushandelt. Dabei ist es, und das glaube ich, auch dem Film entnommen zu haben, ganz wichtig, dass solche Themen, dass solche historischen Ereignisse, wie wir sie jetzt hier am Beispiel ASK gesehen haben, aufgegriffen werden und immer wieder thematisiert werden. Das, glaube ich, ist auch etwas, was sehr im Sinne der Ortsgemeinschaft dort ist. Es ist nur auf der anderen Seite, und das würde ich in dem Fall jetzt einfach einwerfen wollen, auch schwierig, diese Erinnerung zeitgemäß zu gestalten. Und das würde ich auch nicht immer nur an den Zeitzeugen aufmachen. Natürlich, Zeitzeugen haben in den letzten 20, 25 Jahren die Erinnerung oder die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus massiv geprägt. Aber die haben vor dem Jahr 1990 oder 85 auch noch kaum gesprochen. Es gab trotzdem eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Jetzt verstummen sie. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil sie einen sehr emotionalen Zugang zum Thema
damit nicht mehr möglich machen, inwieweit so Hologramme das kompensieren können, da bin ich ehrlich gesagt noch einigermaßen skeptisch, um das Geringste zu sagen. Aber was ich sagen möchte ist, wir haben die Situation, dass wir neue Zugangswege finden müssen. Und die traditionellen Zugangswege, die ja jetzt auch im Zusammenhang mit dem Film wieder klar werden, sind so diese Jahrestage, also diese ganz klassische Erinnerung im Sinne von sich jährenden, runden Jubiläen oder aber eben auch von Staatsbesuchen, von rituellen Gedenken, auch im schulischen oder im Jugendaustauschkontext. Aber die Frage ist, ob denn das wirklich noch reicht. Und zwar nicht nur im deutsch-französischen Verhältnis, sondern ganz allgemein. Ob die Kommunikationssituation, in der ein heute 15-Jähriger lebt, notwendigerweise die ist, dass er sich abends, versetzen wir uns mal um 10 oder 15 Jahre zurück, Guido Knopp im ZDF ansieht. Herr Feldmann, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber auch die ARD ist nicht der Sender, der tagtäglich von 15-Jährigen angesehen wird. Also die Situation ist, wie kommen wir zu denen überhaupt? Wie erreichen wir die? Und da ist eben die Frage, inwieweit das über neue technische Möglichkeiten überhaupt geht oder ob wir da nicht auch schon wieder in einer Partikularisierung der Wahrnehmung sind. Also diese Frage das Thema aktuell halten, ist, glaube ich, etwas, was uns, also dass wir alle, die wir hier sitzen, der Meinung sind, dass das Thema aktuell ist und aktuell gehalten werden muss, ist ohnehin klar. Aber die Frage ist, wie können wir es am Leben halten für nicht nur junge Leute, sondern auch für ältere oder für mittelalterliche Menschen, keine Ahnung. Das ist eine Herausforderung, für die ich auch nicht unbedingt notwendigerweise eine schlüssige Antwort immer weiß, aber die ich glaube, ich als die größte Herausforderung für die unmittelbare Zukunft für uns identifiziert haben möchte. Merci beaucoup. Je vais donner la parole dans un premier temps à Madame Erkenbrecher pour lui permettre de... Ja, herzlichen Dank. Vielleicht darf ich das Wort Frau Dr. Erkenbrecher noch einmal erteilen, damit sie unmittelbar reagieren kann auf die Bemerkungen, auf die Kommentare von Herrn Professor Dr. Christian Kuchler beispielsweise. Und dann ist die Frage ja auch, welche Rolle hat der Prozess von ASK tatsächlich für die Erinnerungsarbeit in der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit geführt? Also bitte, Frau Dr. Erkenbrecht, vielleicht können Sie, danach möchte ich gerne nochmal bitte mit Herrn Bongen diese Frage aufnehmen, die ich gerade gestellt habe. Ja, ich wollte kurz nochmal zurückgreifen oder nochmal ganz kurz zurückkommen, das als Aufschlag nutzen zu Herrn Thiesse, dass ich nicht falsch verstanden werden möchte. Wenn ich den Begriff der Versöhnung doch auch immer wieder sehr kritisch hinterfrage, dann heißt das mitnichten, dass ich sage, nee, ihr lasst das mal alle und wir beschäftigen uns nicht mehr damit. Überhaupt nicht, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich weiter damit zu beschäftigen. Und ich bin auch weniger kritisch vielleicht als manch andere. Ich sehe tatsächlich den Verlust der Zeitzeugen als Einschnitt. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich sehe aber auch etwas anderes. Ich sehe, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ein ungebrochenes Interesse an diesen Themen. Und ich sehe noch eine andere Bewegung. Und zwar hat sich das etwa bei mir vor 2 Jahren deutlich gemacht, dass ich plötzlich mehrmals Anfragen bekommen habe von Kindern und Enkeln potenzieller Täter. Das heißt, wir kommen jetzt in eine neue Phase, in der sich Kinder oder auch Enkel von Tätern plötzlich beschäftigen oder nicht plötzlich, aber verstärkt beschäftigen mit der Frage, was eigentlich haben meine Eltern, meine Großeltern in dieser Zeit getan? Was heißt das für mich? Was heißt das für meine Familie? Das heißt, da geht auch eine Tür auf der Beschäftigung. Und das sehen wir auch daran, dass es jetzt Gedenkstätten gibt, die Rechercheseminare anbieten, Gesprächsseminare für Nachkommen von Tätern. Es gibt immer noch oder immer und leider wahrscheinlich noch zu weniger Seminare und Angebote für ein Zusammentreffen von Kindern von Tätern und Kindern von Opfern. Das heißt, da gehen nicht nur Türen zu, es gehen auch Türen auf. Und das, denke ich, dürfen wir nicht vergessen, dass auch Archivtüren aufgehen. Wenn wir gucken, die Prozessakten der Militärgerichte in Frankreich waren lange geschlossen. Die gehen jetzt auf, die können wir jetzt einsehen, damit können wir arbeiten. Und damit können wir gerade auch mit jungen Menschen auch ganz neue Themen nochmal angucken. So, was heißt eigentlich tatsächlich der Versuch, dem strafrechtlich gerecht zu werden?
Das heißt, wir kriegen ein neues Kapitel dazu, das wir öffnen können. Wir haben neue Materialien oder jetzt zugängliche Materialien. Und ich sehe da eigentlich vor allem große Chancen, einfach auch, weil ich persönlich nun sehe, in meinem Umfeld ist das Interesse daran umgebrochen und sie glauben es nicht, ich kann hier kein Konto eröffnen bei einer Bank. In dem Moment, in dem ich sage, ich bin Historikerin, komme ich aus dem Laden nicht mehr raus. Also es ist wirklich so, ich sehe ein großes Interesse und das, da bin ich tatsächlich optimistisch. Jetzt glaube ich, sollte ich noch auf den Prozess kurz eingehen, das versuche ich jetzt kurz zu halten. Ja, der Prozess, den es gab zu dem Massaker von Ask 1949 in Frankreich, das war das Militärgericht in Metz, das aber in Lille getagt hat. Man hatte 9 Angeklagte, 8 davon sind zum Tode verurteilt worden, einer ist zu einer 15-jährigen Zwangsarbeitsstrafe verurteilt worden. Und dieser Prozess, glaube ich, da sollten wir 2 Dinge beachten. Das erste ist, dass die Urteile höchstwahrscheinlich gefallen sind auf Basis eines Gesetzes, das 1948 von der französischen Nationalversammlung verabschiedet worden ist und das ein Sondergesetz war, weil sich die Franzosen klar geworden sind, die Instrumente, die uns das französische Strafgesetzbuch an die Hand gibt, um kollektiv begangene Massenverbrechen zu ahnden, die reichen uns eigentlich nicht. Und deswegen hat man ein Sondergesetz erlassen, das juristisch höchst umstritten war, denn dieses Gesetz sagte nun, jedes einzelne Mitglied einer Einheit, die in Nürnberg als verbrecherische Organisation anerkannt wurde. Jedes einzelne Mitglied kann als mitschuldig befunden werden für ein Kriegsverbrechen oder eine Tat dieser Einheit, wenn 2 Dinge nicht gegeben sind. Erstens, sie müssen beweisen, dass sie nicht an der Tat teilgenommen haben. Zweitens, sie müssen beweisen, dass sie zwangsrekrutiert wurden. Und damit hat man gebrochen mit 2 wichtigen Prinzipien des Rechtsstaates, nämlich man hat die Beweislast umgekehrt und man hat ein retroaktives Gesetz in Gang gesetzt. Und dieses Gesetz kam nun das erste Mal zur Anwendung bei diesem Prozess in Ask oder bei diesem Ask-Prozess in Lille. Und dieses Gesetz ist in Frankreich wie in Deutschland höchst umstritten gewesen. Und das, was wir heute vielleicht die Kriegsverbrecher-Lobby nennen, um mal Felix Bohr zu zitieren, hat sich eingeschossen auf dieses Gesetz und hat sich zum Ziel gesteckt, dieses Gesetz muss fallen. Und deswegen ist in der Bundesrepublik dieses Verbrechen von Ask von Anfang an verbunden gewesen, auch mit einer Kampagne gegen dieses Gesetz, gegen die französischen Kriegsverbrecherprozesse. Und das ist den Opfern das haben die natürlich mitbekommen. Das heißt, es entsteht da sehr früh schon ein problematisches Verhältnis. Und es werden, wie im französischen Strafrecht möglich und im deutschen nicht, alle abwesenden Täter in Abwesenheit verurteilt. Das ist eine strafrechtliche Figur, die kennen wir im deutschen Recht nicht. Und es heißt, bis heute liest man immer wieder, ja, diese Männer werden in Abwesenheit verurteilt. Diese Urteile werden aber nicht vollstreckt. So einfach ist es aber nicht, denn ein Abwesenheitsurteil im französischen Strafrecht ist kein Urteil, das vollstreckt werden kann. Das heißt, nehmen wir an, Karl M., der in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde, wäre nach Frankreich in den Urlaub gefahren und man hätte ihn dort festgenommen. Man hätte dieses Urteil nicht vollstrecken können. Bernhard Brunner nennt diese Abwesenheitsurteile eher einen unbefristeten Haftbefehl. Das heißt, man hätte dann die Hand über Karl M. halten können, sagen können, so, wir inhaftieren Sie. Und dann hätte man einen neuen Prozess aufrollen müssen. Und das hat zu vielfältigen Problemen geführt, weil diese Abwesenheitsurteile immer wieder Gegenstand deutsch-französischer Konflikte waren. Und es ja jetzt die letzte Entscheidung auch darauf beruhte, dass man sagte, nein, auch ein Abwesenheitsurteil gilt als rechtskräftiges Urteil und damit kann er nicht mehr verurteilt werden. Das heißt, das zieht sich, diese Entscheidungen aus 1949 ziehen sich in die gesamte Nachkriegszeit und eigentlich bis heute fort. Merci beaucoup pour
pour ce point de vue à la fois très, très précis et très synthétique. Vielen Dank für diese sehr ausführliche und sehr genaue Auskunft. Herr Bongen, Sie wollten gerne dazu noch Stellung nehmen? Nicht dazu. Ich muss leider, verzeihen Sie mir, noch einmal zurückkommen auf die Aussagen von Professor Kuchler und die Frage, wie erreicht man die junge Generation? Das ist natürlich vollkommen richtig, Professor Kuchler, dass die ARD jetzt nicht das, die Jugend als große Zuschauerschaft hat. Panorama, der durchschnittliche Panorama-Zuschauer ist, glaube ich, 57 Jahre alt. Aber die Frage haben wir uns auch gestellt, wie erreichen wir junge Leute? Und wir haben diesen Fall aufbereitet für Steuerung F. Das ist unser Jugendkanal von Panorama im Angebot der ARD und des ZDF bei Funk, bei YouTube. Und haben da auch versucht, die Geschichte etwas anders zu erzählen, etwas ausführlicher, haben mehr Fragen gestellt und beantwortet, zum Beispiel auch, was ist die SS? Was war das überhaupt für eine Organisation? Sprich, man muss niedrigschwelliger ansetzen. Und interessanterweise ist dieser Film der zweiterfolgreichste Film dieses Kanals geworden, mit sehr, sehr vielen Rückmeldungen, die kommen bei YouTube ja immer direkt in den Kommentaren und sehr viele junge Leute, die uns da direkte Rückmeldungen gegeben haben. Also das Interesse scheint da zu sein. Ich bin da ja auch immer pessimistisch gewesen, wie je länger das Grauen zurückliegt, desto schwieriger wird es sozusagen den jungen Leuten die Dimension zu verdeutlichen. Ein zweites Faktum hat mich da doch etwas positiver gestimmt, nämlich wir haben vor einiger Zeit bei Panorama einen Film gemacht über die Frage der Erinnerungskultur vor dem Hintergrund, dass die AfD versucht, diese Erinnerungskultur auszuhöhlen, den Schuldkult angeblich zu beenden, den vermeintlichen. Da haben wir zum Beispiel mit Herrn Knigge, dem Leiter der Gedenkstätte, dem damaligen Leiter der Gedenkstätte Buchenwald gesprochen und mit Jens Christian Wagner aus Bergen-Belsen. Und beide haben uns gesagt, dass das Interesse gerade bei jungen Menschen doch immer größer wurde in letzter Zeit, je mehr auch sozusagen versucht worden ist, diese Erinnerungskultur auszuhöhlen. Also Professor Knigge sagte, dass die Gedenkstätte Buchenwald doch von vielen, vielen Bussen, viel mehr Bussen als früher besucht wird von Schulklassen. Und das hat mich doch am Ende doch etwas positiv gestimmt, was diese Frage angeht, wie erreicht man junge Leute? Also das Interesse scheint schon da zu sein. Also ich gebe Ihnen völlig recht, wenn ich jetzt einfach darauf antworten darf. Den Eindruck habe ich auch, dass wenn ich mit meinen Studierenden spreche oder auch in Schulklassen, dass die Frage der Zeit 33, 45 beziehungsweise auch die Nachgeschichte dieser Zeit nach wie vor der Bereich ist, der von Schülerinnen und Schülern am spannendsten wahrgenommen wird. Das ist sicherlich intrinsisch oder vielleicht intrinsisch motiviert, ist andererseits sicherlich aber auch dem geschuldet, dass in unserer Geschichtskultur das oder zumindest in Deutschland das ganz bestimmende große Thema ist. Also es ist eine Identifikationsfrage, dass ich mich damit als Deutscher beschäftigen muss in irgendeiner Form. Ich glaube auch, dass einen guten Teil dessen, was die Zeitzeugen oder das Wegfallen oder das Verstummen der Zeitzeugen jetzt als Herausforderung mit uns auf den Weg gibt, durch die Auseinandersetzung mit historischen Orten wirklich auch kompensiert werden kann. Also dieses steigende Interesse, das ja jetzt durch Corona alles wieder zurückgefahren wurde, aber sich auch mit bewusst an einen Ort zu begeben und um dort nach Überresten zu suchen. Das könnte ich mir selbst in Ask vorstellen, dass diese Gedenkeinrichtung oder das Memorial, das da zu sehen ist, als Anlass für ein Gespräch ist, also dass eine deutsche Schulklasse, die in der Umgebung ohnehin ist, eben dann für einen halben Tag dorthin fährt und sich unter Umständen auch mal mit einer Schulklasse aus Ask trifft und einfach miteinander ins Gespräch kommt. Ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es sehr wohl. Ich glaube nur, dass wir daneben auch in den Blick nehmen müssen, auch diesen Dialog zwischen den Nationen und um es nochmal zu sagen, nicht nur Deutschland und Frankreich, dass der eben auch auf modernen Kanälen noch stattfinden muss. Ich habe keine Lösung, wie das funktioniert auf TikTok oder auf Instagram oder wie auch immer, dass man sich dort über historische Themen unterhält. Aber wenn ich mit meinen Studierenden oder eben mit Schülern spreche, dann stelle ich fest, dass es wahnsinnig viele Angebote gibt, die zum Teil ja auch nutzen. Und da ist ja das Spannende, und das zeigt ja auch Ihr Beispiel, dass sie es wirklich freiwillig nutzen, also ohne jeglichen schulischen Kontext. Und das ist ja etwas, was mir wirklich auch
Hoffnung gibt und wo ich sehr zuversichtlich bin, dass das Thema eben nicht in den Hintergrund rückt, sondern dass die Aktualität der Vergangenheit für die Gegenwart auch zukünftig noch als Fragestellung bestehen bleiben wird. Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans... Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum letzten Teil unseres Austausches. Ich möchte nochmal wiederholen, dass alle Fragen, die im Chat gestellt werden, werden auch gestellt werden in den letzten 30 Minuten. Also zögern Sie bitte nicht, diese Fragen im Chat auch entsprechend zu stellen. Ich komme jetzt zum letzten Thema unserer Diskussionsplattform, das heißt die geteilte Erinnerungskultur. Und ich greife hier nochmal zurück auf den Titel, die Frage der deutsch-französischen Erinnerungskultur. Und ich wende mich hier an die Leiterin des Erinnerungszentrums in Arolsen, vielleicht mit dieser Frage, mit dieser etwas abrupten, aber breiten Frage: Gibt es wirklich eine deutsch-französische Erinnerungskultur? Und wenn ja, worin besteht diese? Ja, vielen Dank, hören Sie. Ich muss zugeben, dass wir hier in den Archiven von Arolsen oder dem Dokumentationszentrum relativ wenig Begegnung mit dieser Konstruktion Erinnerungskultur haben, in dem Maße, wo wir als Gesprächspartner mit den Familien, den Schulen und vor allen Dingen den Leuten, die aus der ganzen Welt kommen, aus den Herkunftsländern der Zwangsarbeiter, also Polen, Russland, Ukraine und so weiter zu tun haben. Ich würde sagen, was ich sehe, ist mehr der internationale Kontext. Das ist sehr familiär, sehr persönlich. Es hat große Dimensionen. Und um vielleicht diesen Punkt nochmal aufzugreifen, was zuvor gesagt wurde, die junge Generation, ich glaube, dass hier auch die Archive eine sehr wichtige Arbeit haben, denn es gibt eine direkte Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und ich bin relativ optimistisch, was das große Interesse der jungen Generation an den Archiven angeht. Das heißt, die kommen jetzt nicht unbedingt in den Lesesaal oder gehen in die Archive, aber es ist unsere Aufgabe, diese zugänglich zu halten und hier mit Algorian Funds die Möglichkeit zu schaffen, dass wir hier einen Erinnerungsraum für alle Opfer schaffen können. Und wir sprechen hier auch von Informationen über 17,5 Millionen Menschen. Das ist enorm viel. Und den Zugang zu all unseren Dokumenten aufrechtzuerhalten, das ist eine sehr große Leistung. Es sind wirklich Möglichkeiten, zu den Ursprüngen sich zurückzurecherchieren. Und wir geben in der ganzen Welt die Möglichkeit, auf diesen Index zuzugreifen. Und wir haben hier seit 4 Millionen Klassifikationen neue Dokumente, die aufgegriffen und indexiert wurden und die es den Leuten möglich machen, eine entsprechend große Zahl von Dokumenten in den Archiven verfügbar zu haben. Und das ist außerordentlich und die Besucher sagen uns zunächst einmal, dass es einen persönlichen und individuellen Zugang zu diesem Teil der Geschichte ermöglicht. Das heißt, wir sind neugierig, wir möchten mehr wissen und das Forum, da gibt es auch ein Forum, was also auch einen Austausch ermöglicht. Hier gibt es 20.000, die sich einen Zugang gemacht haben und in dem Forum gibt es einen absoluten Ton des respektvollen Umgangs und die Teilnehmer tauschen sich aus zu den Fragen, die Fragen zu ihrem aktiven Beitrag, den sie hier leisten können. Also es sind jetzt keine passiven Zuschauer, die sich nur einloggen und mitlesen, sondern suchen selbst nach Spuren
Und nach einem Austausch von Kenntnissen und von Wissen, und es gibt hier natürlich genauso Geschichtsexperten wie Nicht-Experten, die aber ein persönliches oder besonderes Interesse an dieser Arbeit haben. Und das zu sehen, ist eine der Möglichkeiten, wie man ein ganz breites Publikum ansprechen kann, aus allen sozialen Schichten, aus allen Ländern, und hier einen gemeinschaftlichen Beitrag leisten kann. Und das ist sicherlich ein kleiner Anteil, aber man kann hier für Schulen vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde drin bleiben, aber man kann auch jeden Tag auf diesen Index, auf diese Dokumente zugreifen. Also das ist sicherlich ein Weg, den man nachverfolgen könnte. Gillian, tut mir leid, dass ich jetzt nicht vielleicht die Antwort auf die deutsch-französische Erinnerungskultur gegeben habe, aber es ist mir wichtig zu zeigen, dass dieser Austausch, dieser digitale Austausch und diese persönliche Ebene hier möglich ist und dass es diesen Weg gibt, den man hier in diesem digitalen Raum finden kann. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube im Gegenteil, dass Sie direkt und unmittelbar auf diese deutsch-französische Erinnerungskultur geantwortet haben, auch wenn Ihre Arbeit weltweit ist, ohne dass jetzt es hier einen Vergleich gibt, der die geschichtliche Erinnerung sozusagen erstickt. Nein, im Gegenteil. Das geht natürlich auch auf lokaler Ebene um die Identifizierung von Ereignissen. Und ich glaube, dass das durchaus auch die Jugend interessieren könnte, mit den digitalen Tools, die sie anbieten, dazu beizutragen, jetzt die internationale Erinnerung an die Shoah aufrechtzuerhalten. Ja, vielleicht kann ich darauf nochmal antworten. Das ist im Prinzip der Unterschied des. Wir wollen keine Deutungshoheit mehr haben, sondern wir bieten einen Raum an, in dem ein jeder seine eigenen Interessen mit einbringt und sozusagen verhandelt, was er an Erinnerungsarbeit, an Vergangenheitsbewältigung leisten möchte. Wir wollen inspirieren und wir wollen diese Neugier anfachen, damit die Menschen tatsächlich auch sich auf die Suche machen nach Quellen, nach anderen Quellen, die sie bisher noch nicht kennen. Und das ermöglicht dann einen Austausch. Und ich glaube, das ist für uns sozusagen auch hier unsere Position, dass wir sagen, wir wollen hier diese Arbeit ermöglichen. Wir wollen die Kenntnisse verstärken, helfen. Und das durch den unmittelbaren Zugang zu den Dokumenten auf der digitalen Plattform. Das sind ja ganz einzigartige Dokumente, die wir hier in unserem Archiv haben. Und die sprechen auch für sich. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Florian. Ich komme jetzt zu meiner Frage noch einmal zurück der deutsch-französischen Erinnerungsarbeit und darf Herrn Professor Kuchler noch mal ansprechen. Die Wiederversöhnung, die deutsch-französische, über die wir schon gesprochen haben, das wird ja normalerweise als Narrativ erzählt, der Folgen des Zweiten Weltkriegs. Und es ist natürlich ein komplexes Produkt, was wir da geleistet haben. Was meinen Sie, was halten Sie von dieser historischen Tiefe, die es uns ermöglichen würde, tatsächlich unsere Erinnerungsarbeit noch einmal neu zu konzipieren und auch politisch wirksam zu machen? Ich glaube, dass es schon ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die beiden Staaten sich ihrer Nachbarschaft bewusst sind. Und das heißt aber auch, dass es eben sicher einen Schwerpunkt in der Geschichte der beiden Kriege oder vielleicht, wenn man den deutsch-französischen Krieg noch dazu nimmt, der drei Kriege in den letzten 130 Jahren haben wird und haben muss, dass aber auch darüber hinaus die weit längeren Kontinuitätslinien im Blick sein müssen, also die sie von römischen Zeiten an beginnend viele Punkte haben, wo Deutschland und Frankreich einfach sehr, sehr eng miteinander verwoben sind. Und wo das gegenseitige Wissen umeinander, das Verständnis füreinander meines Erachtens ganz bedeutsam und ganz zentral ist.
diese Schlüsselstellung, die die beiden Staaten auch innerhalb der Europäischen Union einnehmen, glaube ich, ist nur verständlich, wenn die Bevölkerung oder die Bevölkerung beider Staaten auch um diese enge Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich weiß. Und manche Dinge lassen sich eben ohne historische Verwurzelung nicht erklären. Und dieses sehr enge Kooperieren zwischen früher Bonn, jetzt Berlin und Paris ist eines der vielleicht der Schlüssel zum Erfolg Europas. Und deshalb würde ich sagen, dass es schon wichtig ist, dass die Frage des Dialogs zwischen beiden Ländern aufrechterhalten wird und eben weit über das historische Thema hinaus auch forciert wird. Also sprich von der Städtepartnerschaft, die ja in vielerlei Hinsicht häufig einfach nur noch bestehen, weil sie irgendwann mal abgeschlossen worden sind, die auch wieder zu beleben, bis hin zu den Schulaustauschen, bis auch dahin, dass die Zahlen derjenigen Schüler, die in Deutschland Französisch und in Frankreich Deutsch lernen, nochmal wieder mehr in den Blick genommen werden müsste. Und hier nochmal ich kann das ja nur für mich sagen, also ich kann kein Wort Französisch, das darf ich mich outen. Damit fehlt mir natürlich auch ein großer Punkt, womit ich nach Frankreich Kontakte knüpfen kann. Deshalb kann ich, glaube ich, in der Hinsicht nur als ehemaliger Lehrer dafür plädieren, eben diese Sprachkompetenz auch noch stärker einzufordern, um den Austausch auch zu gewährleisten. Wobei, und das ist der letzte Satz, das natürlich auch für alle anderen Länder gilt. Also auch der Austausch mit Polen oder mit Österreich, Italien, um den südlichen Bereich zu nehmen, ist ähnlich bedeutsam. Aber ich glaube, das Zentrale für Europa ist Deutschland und Frankreich. Und da ist es eben dann definitiv meines Erachtens auch der Blick über längere zeitliche Horizonte hinweg mit einem klaren Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Kuchler. Ich darf jetzt übergehen zu der Frage der Beantwortung der Zuhörer und Zuhörerinnen-Fragen in diesem letzten. Ich darf darüber hinaus auch die Gelegenheit nutzen, unseren Kollegen Herrn Landry Charrier zu begrüßen, den Direktor des Französischen Kulturinstitutes und Hochschulattaché der französischen Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Ich darf die erste Frage mal gleich in die Runde werfen an Herrn Feldmann, an Herrn Bongen. Gibt es noch andere Nazi-Kriegsverbrecher, die tatsächlich in den Medien so offen Zeugnis abgelegt haben, wie Karl M. das getan hat bei Ihnen? Oder war er tatsächlich der Einzige, wenn nicht sogar der Letzte, der das getan hat? Es gibt vielleicht nicht Kriegsverbrecher, aber Verbrecher, die beispielsweise in den Konzentrationslagern waren, die sich, die dort eben an Verbrechen beteiligt waren. Das ist ja, wird ja sozusagen juristisch und so getrennt, diese Verbrechensarten, die sich auch, ich sag mal, in den Nachkriegsjahren oder später noch geäußert haben. Ich glaube, was jetzt die letzten 10, 20 Jahre anbelangt, war das schon ein Fall, der relativ außergewöhnlich ist. Es laufen auch noch heute einige Verfahren in diesem Bereich, also die sich mit 3 bzw. 4 Massakern von deutschen Einheiten, Waffen-SS-Einheiten beschäftigen, unter anderem eben auch bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund, wo ja auch das Verfahren gegen Karl M. sozusagen in Deutschland seinen Ursprung dann jetzt in den letzten Jahren hatte. Da ist aber tatsächlich nicht mehr mit Anklagen zu rechnen. Da wird sich vermutlich niemand mehr vor Gericht verantworten. Etwas anders ist das bei den Ermittlungen, die heute noch gegen KZ-Personal laufen, also Wachleute und Sekretärinnen aus Konzentrationslagern. Da gibt es noch einzelne Verfahren, die vermutlich auch noch vielleicht zu einer Anklage kommen und möglicherweise jetzt auch dieses Jahr noch vor Gericht beginnen werden. Aber dass jemand sich in dieser Art, wie es Karl M. gemacht hat, so positioniert und auch zu den konkret ihm vorgeworfenen und von ihm mitbegangenen Taten äußert, das ist mir tatsächlich aus den letzten Jahren nicht bekannt. Nee.
Merci beaucoup. Si je peux me permettre de prolonger cette question. Herzlichen Dank. Vielleicht darf ich die Frage noch ein bisschen ausführen. Ihre Reportage hat, Ihr Bericht hat da sehr viel auch bewirkt in den Rechtsextremen, in den Nazi-Milieus, kann man das so sagen? Dass sie viel Staub aufgewirbelt haben. Ja, also Karl M. war ja einer von mehreren, ich sag mal, Zeitzeugen, die von der Neonazi-Szene befragt werden, die junge Neonazis sozusagen anleiten sollen im Sinne der Neonazi-Ideologie. Und ja, das hat natürlich jetzt, ich sag mal, den Neonazis von heute nicht gefallen, dass sozusagen ihre alten Kameraden, die für sie als Vorbilder, als Helden, auch Karl M. galt als Held in der Neonazi-Szene, so gefeiert werden, dass die dann in einer, sag ich mal, kritischen Berichterstattung natürlich auch vorkommen und dann eben auch konfrontiert werden mit diesen Taten, die aber Karl M. hat ja ganz freiwillig über seine Tat auch gesprochen. Aber natürlich, es gibt noch einzelne Vertreter und Angehörige der Waffen-SS und der Wehrmacht, die heute auch noch in der rechten Szene unterwegs sind und so etwas oder Ähnliches sagen. Das machen sie aber weniger, ich sag mal, vor Fernsehkameras von öffentlich-rechtlichen Sendern oder von kritischen Journalisten. Wenn ich das kurz ergänzen darf, wir waren doch sehr überrascht, wie sehr dieses Interview und die Ausstrahlung des Interviews den Staub in der rechtsextremen Szene aufgewirbelt hat. Das hätten wir so nicht erwartet, dass das doch die sehr beschäftigt hat und auch teilweise zusammengeschweißt hat. Es gipfelte dann leider in einer Demonstration in Hannover, die sich unter anderem gegen meinen Kollegen Julian Feldmann richtete und noch weitere Kollegen, wo die NPD unter anderem dazu aufgerufen hatte, sozusagen im Sinne von Karl M. gegen diese Berichterstattung zu demonstrieren, mit dem Slogan Feldmann in die Schranken weisen. Also das hat man so, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Also diese Konsequenzen des Interviews waren dann schon massiv. Was die Zeitzeugenvorträge übrigens angeht, ja, also ich glaube, dieses Interview war tatsächlich eins der letzten, wenn nicht sogar das letzte Interview, was wir so gesehen haben von einem Täter. Es gibt aber tatsächlich noch diese Zeitzeugen-Interviews in der rechten Szene, die dann auch bei YouTube eingestellt werden. Also da kann man tatsächlich auch verfolgen, wie da Geschichtsklitterung begangen wird, wie Täter von damals, die natürlich sehr, sehr jung waren, aber trotzdem irgendwie sich in dieser rechten Ideologie immer wieder zeitlebens befunden haben, versuchen, die jungen rechten Kameraden zu indoktrinieren. Und das ist schon eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Merci beaucoup. Y a-t-il des réactions? Dankeschön. Gibt es da unmittelbare Reaktionen von unseren Expertinnen und Experten? Wenn nicht, dann gehe ich zur nächsten Frage über aus dem Zuhörerkreis. Nicolas Bertrand, er ist Leiter der Gedenkstätte in Sachsen-Anhalt. Eine Frage, die sich an Florian Azoulay richtet. Wir haben in dem Film gesehen, wie sehr die Familien heute noch unter den Verbrechen der Nazis leiden. Wie sind Sie eigentlich vorbereitet und ausgebildet für diese persönlichen Treffen mit den Familien, wenn Sie die dann mit den beispielsweise Gegenständen aus der damaligen Zeit konfrontieren? Ja, herzlichen Dank. Sehen Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Tat nicht unbedingt darin speziell geschult, mit diesen Angehörigen, Familien zusammenzutreffen. Aber wir arbeiten sehr intensiv seit vielen, vielen Jahren mit Partnerorganisationen zusammen. Wir haben ja sehr viele Fälle auch. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr, sehr empathisch sind. Und natürlich unterhalten wir als Mitarbeiterinnen uns in Mitarbeitergesprächen darüber auch ständig. Merci beaucoup.
Vielen Dank. Es gab eine Frage, was das Verhältnis zwischen Gerichtsbarkeit und Versöhnung angeht. Und die Frage lautet, ob die Frage der Gerechtigkeit die Bedingung ist für etwas, was man Wiederversöhnung, Annäherung, gegenseitigen Respekt wahrnimmt. Das ist eher eine Feststellung als eine Frage. Löst das bei Ihnen etwas aus? Gibt es darauf eine Reaktion? Ich würde aus meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Hinterbliebenen und Überlebenden sagen, es ist eine gute Voraussetzung, aber es ist keine Bedingung. Und ich glaube, da kommen auch Aspekte dann mit ins Spiel, die viel zu selten in solchen schematisierten Prozessen angesprochen werden. Da kommt es zum Beispiel auf die Persönlichkeit an der Menschen, also und ihre Erfahrungswelt. Also um ein Beispiel zu nehmen, ich kenne eine Überlebende, die nach dem Massaker von Oradour jetzt ins Elsass gezogen ist und dann anfing, nach Deutschland zu reisen und dadurch sehr früh mit Deutschen in Kontakt gekommen ist. Und es gab für sie rechtlich nie Gerechtigkeit, aber sie ist sehr früh diesen Weg gegangen, zu gucken, was ist eigentlich auf der anderen Seite des Rheins passiert und war offen dafür. Und ich glaube, das liegt in ihrer Person, das liegt aber auch in ihrer Lebensgeschichte, weil eben sie bei der Post gearbeitet hat und dann nach Straßburg gekommen ist. Und so sieht man das, wenn man sich intensiver beschäftigt mit diesen Einzelfällen, dass auch das eine Rolle spielen kann. Was möchte der Mensch eigentlich? Also möchte dieser Mensch vielleicht auch irgendwann das überwinden, was ihn ja selbst bindet an diese Vergangenheit? Möchte er diesen Schritt nach vorne gehen? Ist er bereit dazu? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Zivilgesellschaft dort ganz viel leistet, dass mehrere Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Erfahrung gemacht haben, es kommt von aus der Zivilgesellschaft ein Versöhnungsengagement und da entstehen dann Freundschaften, die später die Türen zu einer fortgeschritteneren Versöhnung, würde ich jetzt sagen, mal auch öffnen können. Das heißt, ja, es ist eine gute Voraussetzung Gerechtigkeit, aber es ist keine Bedingung auf der individuellen Ebene, würde ich nicht sagen. Merci beaucoup. D'autres réactions à ce sujet? Vielen Dank. Andere Reaktionen hierzu? Je synthétise alors la question suivante. Ich fasse dann mal die Frage zusammen, die bezieht sich auf die Idee einer Blockade dieser Erinnerungskultur, die mehrfach erwähnt wurde heute Abend. Und es gab auf der politischen Ebene auch eine Anerkennung, ein Zugeben und ein Öffnen dieser Erinnerungskultur, eine politische Ausrichtung, die der Erinnerung dienen soll und dies mit einer gewissen Effizienz tun soll. Aber andererseits ist diese Arbeit an der Erinnerungskultur nicht immer effizient bei den Familien angekommen, weil über 2 oder 3 Generationen es wirklich ein großes funktionales Schweigen gegeben hat und deswegen auch die Frage mit den nachfolgenden Generationen und den Türen, die sich schließen und die sich öffnen, wie uns Frau Erkenbrecher beschrieben hat, glauben Sie, dass der Prozess derzeit so weit ist, dass die Geschichte in der Familie weitergetragen wird und dass man mit einem gewissen Optimismus denken kann, dass in 10 oder 20 Jahren es wirklich eine gewachsene Erinnerungskultur geben kann, die dann auch von der Politik entsprechend umgesetzt werden kann, die weiter wächst und die einen organischen Charakter hat durch das, was in den Familien möglich ist und was an Arbeit geleistet wird. Frau Azoulay? Ich glaube, keiner von uns weiß es. J'en sais rien du tout. Ich habe keine Ahnung. C'est finalement la, la mise
Das ist jetzt ein bisschen den Generationsübergang auf die Probe gestellt. Und die Frage, ob man diese Tür hin zu einer Entwicklungskultur öffnen kann. Ja, aber auch die Zeit vergeht. Es gibt andere Dinge, die geschehen sind, die auch traumatisierend sind. Und ich weiß es nicht. Merci, Madame Erkenbrecher. Vielen Dank, Frau Erkenbrecher. Ich glaube, wir sollten das vielleicht einfach als Herausforderung nehmen und vielleicht muss das nicht sein, was übergreifend universell so ist, aber es sind ja mehrere Punkte schon angesprochen heute und das kann man eigentlich so zusammenführen, dass wir sagen, wir sehen, es öffnen sich neue Türen, es öffnet sich das Interesse an der Kinder- und Enkelkindergeneration. Wir haben auch festgestellt, es gibt eigentlich einen Mangel an Auseinandersetzung mit den Tätern. Das würde ich alles zusammenführen wollen und sagen, es ist vielleicht auch an uns, das anzubieten und zu sagen, wir müssen die Möglichkeiten geben, dass Interessierte sich auseinandersetzen können und ein Interesse an der gegenseitigen Geschichte entwickeln und damit eine neue gemeinsame Erinnerungskultur auch schaffen. Also ich würde da eher sagen, das ist eine Möglichkeit und ich glaube, eine Möglichkeit hin zu etwas Gutem, dass sich nicht nur Deutsche mit deutschen Tätern beschäftigen und Deutsche auch noch mit den Opfern, sondern dass man guckt zusammen, so was lernen wir eigentlich zusammen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit und nicht mehr so stark diesen Schnitt haben zwischen Täter hier, Opfer da, sondern zu gucken, wir zusammen können vielleicht neue Fragen stellen und Antworten finden und das muss nicht, vielleicht muss es gar nichts Universelles sein, aber es kann doch punktuell sein und daraus etwas wachsen und ich sehe das eher als Herausforderung und ja, als ja, Aufruf, Formate zu finden, die das fördern. Ja, zum einen würde ich auch unterstreichen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es Neues sich entwickelt. Ich glaube aber auch, dass es auch neue Themen geben kann, die dazukommen. Das heißt ja nicht, dass das Thema NS oder Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg dadurch komplett wegfällt, aber dass sie sich eben auch noch mehr ergänzen. Zum einen in geschichtliche Fragen, die eben seit 1945 sich ereignet haben, aber was in den letzten Monaten ja ganz intensiv diskutiert worden ist, gerade so postkoloniale Fragen, die eben auch neue Blickwinkel auf diese Gewaltgeschichte Europas im 20. Jahrhundert wirft und die eben in eine globale in einen globalen Blickwinkel nochmal verortet. Ich glaube, daraus können auch ganz spannende und ganz vielleicht auch ganz neue Fragestellungen sich ergeben, aus denen ganz produktive und interessante Diskussionen entstehen können. Merci beaucoup. D'autres Reaktionen? Vielen Dank. Andere Reaktionen zu diesem Zeitpunkt? Dann stelle ich vielleicht meine letzte Frage, um Ihnen dann das Schlusswort zu erteilen. Eine letzte Reaktion aus der Berichterstattung oder dem zweiten Teil der Berichterstattung, der Schlussstrich. Also das heißt, die Frage, kann man jetzt hier einen Punkt setzen und die Seite wenden und dann Geschichte neu schreiben mit der ganzen politischen Belastung, die das Ganze mit sich bringt. Und das ist ein Thema, was eher paradox erscheint. Und ich komme hier nochmal zu Frau Azoulay zurück. Es gibt natürlich Orte, wo das Gedenken aufrecht gehalten wird. Es gibt aber auch Orte, die ignoriert werden, die unbekannt sind, Biografien, die nicht aufgearbeitet sind. Das heißt, es gibt hier eine ganz große Spannungslage, was auch in dem Film dargestellt wurde. Und der Film ist ja hier sehr empirisch. Und die Frage ist, wenn wir das Blatt wenden und wenn wir diese anderen Seiten, die wir jetzt beginnen zu schreiben in diesem Buch der Geschichte, 75 Jahre danach, wie die aussehen. Ja, ich denke, man kann jetzt hier nicht heute Abend von einem Schlussstrich sprechen.
Denn in unserem Fall sind die Archive ja ein Punkt, wo sie auch immer noch erst entdeckt werden und von Familien aufgesucht werden aus allen Ländern, aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel, die sehr wenig wissen über ihre persönliche und ihre familiäre Geschichte. Und es ist sicherlich ein fortlebendes Gedächtnis für auch familiäre Biografien. Und die ermöglichen es, dass man an solchen Orten kleine Initiativen von ein oder zwei Personen auch nur berücksichtigt und diesen eine Plattform gibt für ihre Nachforschung und etwas zu entdecken, was über Jahrzehnte ihnen nicht bekannt war, was verborgen geblieben ist oder verborgen wurde. Und das ist auch wichtig für die nachfolgenden Generationen, dass es diese vielen, vielen kleinen Initiativen geben kann und geben darf. Und dass diese entsprechend das untermauern können mit Dokumenten und mit der dazugehörigen Erinnerung. Und hier versuchen wir über diese Initiative Every Name Counts eine Initiative zu geben und eine Plattform zu sein für diese Form des Gedächtnisses und der Erinnerungskultur. Merci beaucoup. Vielen Dank. Andere Reaktionen, weitere Wortmeldungen zu diesem Schlussstrich der Seite, die umgeblättert werden muss? Herr Bongen vielleicht? Ja, es darf natürlich keinen Schlussstrich geben. Das ist ja, steht ja ohne Frage da. Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, ich glaube, diese Erinnerung muss auch in den neuen Medien weitergeführt werden. Also es gibt da ja wahnsinnig tolle Projekte in der letzten Zeit auch. Das Projekt Sophie Scholl hat ja vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Ich glaube, gerade um junge Leute zu erreichen, und ich halte das für möglich, sind diese Projekte unabdingbar. Irgendeiner in der Runde hatte auch schon angesprochen, Augmented Reality ist natürlich auch so ein Stichwort. Ich glaube, da muss man verstärkt drauf setzen, weil man gerade über die sozialen Medien die jungen Leute erreicht. Neben der üblichen Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit natürlich vor Ort, das ist wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, über die sozialen Medien ist es ein wichtiger Weg, irgendwie da die Erinnerung wachzuhalten. Beaucoup. Vielen Dank. D'autres réflexions à ce sujet? Weitere Überlegungen hierzu? Monsieur Feldmann. Herr Feldmann? Ja, nur um das auch nochmal aufzugreifen, auch mit den Orten, die ja immer sehr wichtig sind, beispielsweise Gedenkstätten, große Gedenkstätten in Deutschland, zum Beispiel Buchenwald oder Bergen-Belsen. Das sind natürlich immer Orte, an denen dann erinnert wird und an denen sich dann auch in Seminaren und so weiter mit Täter und Täterinnen beschäftigt wird. Aber ich glaube, es ist, und das, da geht vielleicht auch so ein bisschen die Gedenkstättenarbeit hin, in Deutschland zumindest, ist es häufig sinnvoll, sich eben auch mit den Tätern oder mit den Tatorten eben vor der Haustür mehr oder weniger zu beschäftigen. Also in Deutschland gibt es ja einfach, wenn man sich das System der Konzentrationslager und da sind jetzt sozusagen noch gar nicht die Massaker oder andere Taten mit enthalten. Aber wenn man sich beispielsweise diese Konzentrations- oder Zwangsarbeitslager anschaut, da gibt es ja mehr oder weniger in jeder Region mehrere Beispiele, mit denen sich auch vor Ort entweder teilweise gar nicht oder wenig beschäftigt wurde in der Vergangenheit, teilweise auch schon viel und schon viel zu gearbeitet wurde. Aber ich glaube, das bietet eigentlich in jeder Region eigentlich nochmal Ansatzpunkte auch, sei es jetzt schulisch oder außerschulisch, sich mit Tätern aus der Nachbarschaft zu beschäftigen. So ein bisschen wie es auch Karl M. einer war, der nur eben sehr weit oder weiter weg gemordet hat. Aber ich glaube, das könnte ein Ansatz auch für die nächste Zeit, sage ich mal, sein, sich eben mit diesen Tätern zu beschäftigen und dann natürlich die Opfer da nicht aus dem Blick zu verlieren, aber indem man eben diese Mechanismen der Taten und der Täter versteht, begreift man vielleicht auch etwas mehr. Und das bringt sozusagen die Geschichtsaufklärung auch weiter. Merci beaucoup, Monsieur Kuschler.
Ja, es ist ja auch Vielen die Dank. Gefahr, in dem Punkt möchte ich Herrn Feldmann uneingeschränkt zustimmen, es ist ja auch die Gefahr, dass man eben sagt, es gibt nur diese großen Gedenkstätten, dann eben Auschwitz und damit verlagert man auch alle Taten ins ganz weit Entfernte. Also diese Anbindung an den lokalen Bereich, diese Anbindung an die normalen oder an die ganz normalen Männer, die auch in der eigenen Region von Jugendlichen gelebt haben, die können schon auch ganz spannend sein. Und daraus entsteht vielleicht die Frage, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Wie kann ein Wahlergebnis 1933 in meinem Ort passieren? Und daraus entwickelt sich dann nicht nur historisches, sondern eben auch politisches Interesse. So würde ich durchaus optimistisch hoffen. Merci beaucoup. Nous pouvons consacrer les deux dernières minutes au dernier tour de table. Vielen Dank. Wir widmen jetzt die letzten zwei Minuten vielleicht für Fragen nutzen oder eine Zusammenfassung formulieren. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das Wort meinem Kollegen von der GSI übergeben und nochmals herzlich danken für etwas, ja, für eine sehr fruchtbare und reife Debatte, die hier online übertragen werden konnte und die Zahl der Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch in Zukunft beschäftigen werden, die Fragen, die formuliert wurden und die Konzepte, die wir gesehen haben, die produktive Arbeit an diesem Thema ist so, so wichtig und das ist etwas, was schon sehr gut funktionieren kann und ja, es verdient, dass wir alle Rednerinnen und Beteiligten hier danken. Und das war hier besonders interessant und fruchtbar. Ich danke allen Organisatoren der GSI und ich möchte mit diesen Schlussworten auch mich bedanken bei Frau Schmidt und bei Herrn Heikam, unseren Dolmetschern, für eine ja, schwierige und beeindruckende Arbeit, die unsere Veranstaltung hier möglich gemacht hat und einen deutsch-französischen Beitrag geleistet hat. Romain, du hast das Schlusswort. Vielen Dank, Julien Aketela. Ja, diese Konferenz geht zu Ende und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. In den kommenden Tagen bekommen Sie von uns eine Mail mit dem aufgezeichneten Video und eine kleine Bibliografie zu dem Thema. Vielen Dank an die Rednerinnen und Redner, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Diskussion, ihre engagierte Diskussion, an Julien Aketela, an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die Übersetzung dieser Konferenz und vielen Dank auch an diejenigen, die teilgenommen haben und wir möchten Ihnen hier jetzt einen sehr schönen Abend wünschen und hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen. Vielen Dank.